Oxygen not included. Wir beginnen mal direkt ein neues Spiel. Und zwar geht es hier eigentlich nur um auch Survival. Wir sind quasi auf einem Kometen, können eine Basis aufbauen, haben aber mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich werde diese Schwierigkeiten jetzt noch nicht spoilern. Die werden wir mit der Zeit mitbekommen. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Aber ich habe schon ein bisschen gespielt. Das heißt, mir ist schon ein bisschen bewusst, wie dieses Spiel funktioniert. Und es gibt auch verschiedene Kometen, ne? Aber wir beginnen natürlich mit dem einfachsten, weil ich es immer noch nicht hingekriegt habe, den einfachsten zu machen. So schwer ist dieses Spiel. Alles klar. Spieleinstellung, was gab es hier noch? Sandbox-Modus. Brauchen wir nicht. Alles klar, Spiel starten. So, es ist quasi fast wie Don't Starve, nur ich finde es um Welten besser, weil du hast hier eine komplexe Umgebung, die du dir selber aufbaust und selber zerstörst. Jetzt im Endeffekt endet es damit, dass deine Ressourcen zur Neige gehen, du eventuell an einen Hitzetod stirbst oder etliche andere Sachen. Und das Schöne ist, wir können diese Leute umbenennen. Das heißt, wer die ersten drei Personen bei mir sein möchte, der kann das jetzt kurz in den Chat schreiben und ihr seid dann die ersten drei Personen, mit denen wir versuchen zu überleben. Im Laufe der Zeit können wir natürlich noch mehr rekrutieren. Das sind alles übrigens Klone. Ja, wer dann dabei sein möchte, kann da dann sagen. Wir haben verschiedene Arbeiter sozusagen. Ich hätte am Anfang auf jeden Fall gerne einen Gräber, der gleichzeitig baut und gräbt. Dann hätte ich gerne Lieferanten. Lieferant ist gar nicht so schlecht. Aufräume auch. Wir machen einen Lieferanten. Ein Lieferant zu haben ist gar nicht mal so schlecht. Okay, und wir haben einen, ich glaube, ein Land, obwohl Landwirt. Na komm, nehmen wir einen Landwirt. Ich glaube, wir brauchen einen Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler. So. Okay, jetzt muss ich nur mal kurz auswürfeln, was wir brauchen. Wir haben hier zum Beispiel Graben aufräumen. Ich möchte aber gerne Graben bauen haben. Das heißt, ich werde so lange würfeln, bis wir da Graben und Bauen haben. Bedienung, Forschung, Doktorfähigkeiten, Aufräumen, Bauen. Also er könnte halt alles. Seine Athletik ist aber gesenkt. Das wäre aber nicht so gut. Graben und Bedienung, Landwirt. Also Tywin, wieso musst du noch FIFA spielen? Wo ist dann der Sinn? Graben? Ah, komm schon, gib mir Bauen. Ich will 3-3 haben. Das wäre ideal. Graben, Versorgung, Viehzucht, Versorgung, Kochen. Ach, komm schon. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Bauen, Bedienung. Kann Kochenaufträge nicht aufhören. Ah, Graben erhöht. Ich glaube, das ist gut. Mit Graben, Bauen und Bedienung. Nein, komm. Der Anfang ist immer recht schwer, weil die ersten dreien, die müssen wirklich gut sein. Wenn die scheiße sind, dann ist wirklich alles am Arsch. Da, Graben, Bauen. Kann Doktorfähigkeit nicht ausführen. Scheiß drauf. Immun gegen Lebensmittelvergiftung. Geil. Also. Wir haben hier eine Frau. Die kann ich jetzt nicht mehr zum Mann machen. Ich guck mal mir die Namen an. So. Ich wäre gerne die liebe Otto. Ne, der liebe Otto. Ich als Tywin. Wenn du meinen Namen nimmst, dann Hosenkobold. Ich wäre gerne Gräber. Name Walker. Alles klar, okay. Ich nehme Walker. Komm. Hört sich gut an. Walker. So.
Na, zu viel Geld reingesteckt. So, kommen wir zum, ja, zum Lieferanten. Kann Forschungsaufträge nicht ausführen, dafür haben wir eh den hier, ne? Versorgung sieben, Stärke 7. Aber der Versorger könnte halt noch aufräumen gleichzeitig. Kann Doktoraufträge nicht ausführen, brauche ich nicht. Alles gut, Keimresistenz erhöht. Perfekt. Perfekt, der ist gut. Also, wir haben einen Aufräumer. Und der wird sein. Der wird sein. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Ja. Nehmen wir Bruder. Komm, du siehst aus, als wüsstest du, was du tust, Bruder. Okay. Kommen wir zum Wissenschaftler. Der müsste auch eventuell ein, zwei Sachen machen, weil wenn der Wissenschaftler mit seiner Wissenschaftsfähigkeit fertig ist, dann ist er nutzlos. Das heißt, er müsste noch eine zweite Sache gut können. Landwirtschaft. Ich glaube, das klingt gut. Geschwindigkeit der Bartnutzung gesenkt. Dekorationsmoralbonus kann dekorative Aufträge nicht durchführen. Das ist okay. Ich denke, wenn er gleichzeitig forscht und gleichzeitig Landwirtschaft macht, könnte das was werden. Auch wenn wir im Endeffekt ein paar Probleme kriegen könnten. Okay. Und da nehme ich. Soos, okay, Soos. Du darfst der Wissenschaftler sein. Soos. Alles klar. Wir nennen unseren Kometen. Habt ihr Namen für unseren Kometen? Kann ich was reinschreiben? Ja. Habt ihr Namen für unseren Kometen? Einen guten Namen. Jetzt seid ihr gefragt. Der sollte halt uns was Positives vielleicht ausstrahlen. So, wir gucken mal die Stressreaktion so lange an. Walker mit Stresssituation, Fressattacken könnte problematisch werden, weil er nun mal einen Beruf besitzt, der sehr stressanfällig ist. Dann haben wir Bruder mit Auffressattacken, Versorgung und Aufräumung. Der ist auch ziemlich riskant, weil Versorgen und Aufräumen ist auch eine Tätigkeit, die sehr stressig werden kann. Dann haben wir Stressreaktion von Soos, fürchterlicher Heuler. Das heißt, er heult bei Stress los und alles wird nass. Alles wird einfach nass. Was mit Begeisterungsreaktion ist, weiß ich nicht. Stickerbomber, ja. Was ist Stickerbomber? Ich habe keine Ahnung. Kann ich da mit der Maus rüber? Dieser Duplikant wird spontan einen Raum neu dekorieren, wenn er begeistert ist. Ist klar. Tywin ist der Beste. Zeros Kolonie, Somerville. Okay. Machen wir. Somerville. Somerville. So. Und schön sind auch diese Beschreibungen. Diese Walker fordert dauernd andere zu einem Kampf heraus, unabhängig davon, ob sie sie tatsächlich bezwingen kann. Und Bruders haben außergewöhnlich große Herzen und drücken ihre Gefühle am wirksamsten aus, indem sie herumbrüllen. Und wenn jemand etwas Nettes zu einem Soß sagt, denkt er ununterbrochen daran für nicht weniger als 3 Wochen. Okay, legen wir los. Legen wir los. Ich habe es jetzt schon ein paar Wochen nicht gespielt. Es ist aber ein nices Game. Alarm. Ich bin am Zielort angekommen, aber die Kolonisierungsbemühungen sind jetzt schon ins Stolpern geraten. Ich sollte auf der Oberfläche des Planeten landen, aber stattdessen bin ich meilenweit im Untergrund gefangen. Obwohl die Bedingungen nicht ideal sind, muss ich dringend hier eine Kolonie gründen und meine Flucht vorbereiten. So, ich drücke mal kurz auf Pause. Das ist unsere Kolonie. Wir werden sie hier einzeln aufbauen. Ganz oben befindet sich die Oberfläche. Können wir nicht sehen, die müssen wir erst erkunden. Und ganz unten befindet sich Lava. So. Das hier ist noch ein recht friedlicher Bereich. Wenn wir uns die Temperatur angucken, wir haben hier eine gute Temperatur von knapp 22 Grad. Die ist auf jeden Fall schön. Aber wenn wir jetzt hier gucken, in diesen gelben Bereich, sehen wir, es ist schon 30 Grad. Und damit werden wir später sehr viel zu kämpfen haben mit Hitze
Und mit ganz vielen anderen Kram. Und das sind die Ressourcen, die wir auch einsammeln, die ihr hier seht. Kohle, Kupfererz und so weiter. Und damit müssen wir arbeiten. Früher oder später wird uns die Alge ausgehen und die Alge ist wichtig. Mollersche, das Spiel heißt Oxygen Not Included. So. Ja, und das ist quasi das Spielprinzip. Wir werden jetzt hier ein bisschen graben. Ich habe es früher immer gerne übertrieben und einfach mal alles aufgegraben. Was wir jetzt natürlich nicht machen werden. Abbruch. Man braucht auch für verschiedene Materialien jetzt besser graben und so. Und da haben wir die Fähigkeiten des Duplikanten. Deswegen war es wichtig, dass er Graben und Bauen hoch hatte, weil ihr seht diese Herzchen, da kriegt er halt Bonis für. Genauso wie Bruder bei Versorgung Herzchen bekommt. Schutzanzüge habe ich noch keine Erfahrung mit, aber wird schon funktionieren. Und so ist es unser Wissenschaftler und Landwirt. Und ja, wir haben hier auf der Seite halt diese Moral, ne? Wenn Sie etwas lernen, was Sie mögen, dann kriegen Sie extra Moralpunkte. So. Und wenn Sie etwas lernen, was Sie nicht so sehr mögen, kriegen Sie negative Moralpunkte. Moralbedürfnis nennt sich das. Dieses Moralbedürfnis können wir steigern, indem wir unsere Kolonie verschönern. So. Aber wenn der Moralmodus ins Rote geht, ne, dann werden die Leute gestresst. Und wenn zwei von unseren Leuten gestresst wird, also Walker und Bruder, wenn die gestresst sind, dann fressen sie all unser Essen auf. Und wir haben nicht viel Essen. So, wir beginnen jetzt einfach und graben uns erstmal hier eine Nische in die Richtung, in die Richtung. So, da haben wir schon mal ein bisschen Sauerstoff, das ist ganz gut. Wir haben hier ein bisschen Oxylit. Das gibt uns auch noch mal ein bisschen Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob das Sound zu laut ist. Das müsstet ihr mir sagen. Ich werde auf jeden Fall erstmal die Mastery ein bisschen auf 20% setzen. Ich hoffe, das Sound ist angenehm. Falls es zu laut ist oder zu leise, sagt Bescheid. Und wir bauen uns jetzt hier durch die Gegend. So. Wir beginnen auch direkt. Ich mache das immer ganz gerne. Wir bauen hier mal eine Treppe runter. So, und dann graben wir hier entlang. Denn das allererste, was wir brauchen, sind auf jeden Fall Toiletten und ja, Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Fressattacken passt zu mir. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal unsere Kolonie so aufbauen, dass sie sicher ist. Das heißt, wir brauchen eine Nahrungsquelle und wir brauchen Strom. Das Problem ist, wenn wir jetzt am Anfang einen Generator oder so machen, dann müssen wir die Energie quasi erstmal selbst erzeugen mit einem Hamsterrad. Und dafür haben wir unseren Lieferjungen. Der wird uns quasi helfen. Man kann das Spiel auch beschleunigen, damit sie ein bisschen schneller graben. Wie war das nochmal? War das nicht 3? Tabulator. So, dann sollen sie sich erstmal durch die Gegend graben. So, und je mehr Ressourcen wir sammeln, umso mehr Sachen können wir bauen. Das Spiel wird, je länger man es spielt, immer komplizierter und die Probleme werden immer mehr. Und da gräbt sich schon mal ein Hedge durch die Gegend. Das ist ein kleines Tierchen. Das kann nützlich sein. Der hat sich gerade durchgebackt. Und ihr seht, hier sind ganz, ganz viele verschiedene Werte. Zum Beispiel, wie viel CO2 und CO2? Wie viel O2 sie einatmen und so weiter und so fort. Und wir haben auch hier nicht unendlich Sauerstoff zur Verfügung. Hier haben wir Sauerstoff, aber ihr seht, hier ist es ein bisschen gräulicher. Das heißt, das Kohlendioxid nimmt hier stark zu und sie kann hier kaum noch atmen. Wenn wir jetzt hier auf unsere Sauerstoff gehen, seht ihr, hier ist das ganze Sauerstoff und hier ist einfach mal nichts. Das müssen wir natürlich so schnell wie möglich ändern. Dafür müssen die sich erstmal hier durchbuddeln. Aber das kriegen die schon hin. Nö, meine Jungs, ihr macht das schon. Noch hat diese Arbeitsaufteilung, die wir am Anfang gemacht haben, keinen Sinn, weil alle graben, klar. Aber es wird sich später ändern. So, fangen wir an mit Sanitär. Wir packen als allererstes. Mach mal kurz Pause hier. Zack. Mehrere Waschzuber hier. Drei Stück mache ich immer ganz gerne. Und daneben kommen immer gerne drei Toiletten hin. So, mit einem Abstand. Zack, zack, zack. So, das wird jetzt gebaut. Dann können die auf jeden Fall schon mal auf Klo, weil die müssen früher oder später auch noch schlafen gehen.
Und weil sie schlafen gehen müssen, müssen wir Feldbetten bauen. Auch 3 Stück. Das machen wir alles hier jetzt gerade noch ein bisschen unkontrolliert, weil es am Anfang noch nicht wichtig ist. Später wird es ein bisschen wichtiger. Aber ihr wollt jetzt noch nicht schlafen gehen, oder? Komm. Sehr schön. So, und sobald wir das Grundgerüst haben, werden wir die Arbeitsaufteilung machen. Möbel, Feldbett. So, jeder soll einmal schlafen können. Es gibt noch verschiedene Charaktere, die zum Beispiel auch schnarchen. Und da müssen wir halt besonders aufpassen, wenn die anfangen zu schnarchen. Moin Fallout Boy, das ist Oxygen Not Included. Es ist ein leicht wissenschaftliches Spiel, was mir sehr gefällt und deswegen spiele ich das. So, ihr seht, wir sind jetzt mit den Arbeiten fertig. Und wenn wir jetzt hier auf den Zeitplan gehen, das ist quasi der Tagesablauf. Wir haben noch 3 Stunden, bis sie dann Freizeit haben und dann schlafen gehen. Das heißt, die werden sich was zu essen schnappen, dann werden die auf Klo gehen. Deswegen sind die Klos hier hinten. Und die werden sich nur die Hände waschen, wenn sie daran vorbeilaufen. Das ist ganz wichtig. Kommt man da auch noch zu weiteren Bewohnern? Tywin, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall noch Bewohner bekommen. Es können auch Bewohner sterben. Und wenn einer tot ist, dann ist er tot. Der wird dann hier irgendwo rumliegen, sein Leben lang, und sich einen Keks freuen. Wir werden am Anfang halt nur diese 3 haben. Kann sein, dass wir innerhalb dieses Streams nur 3 haben werden. Wenn wirklich ein richtig guter Charakter kommt, weil ab und zu kommt hier mal ein Charakter. Hier seht ihr, nächste Produktion 1,9 Zyklen. Dann können wir uns aussuchen, ob wir einen neuen Klon haben möchten oder ob wir etwas gratis haben möchten. Und diese Klone sind Zufall. Das heißt, ich kann sie nicht aussuchen wie am Anfang, sondern es ist einfach nur purer Zufall. Nein, Mollershit, das gibt es leider nur auf PC. Und wenn durch Zufall ein richtig guter Charakter dabei ist, den ich in Zukunft brauchen könnte, dann werde ich ihn mit reinnehmen und ich kann die Charaktere jederzeit umbenennen. So, hier, guck, ich kann auf den hier klicken und dann zack, Bruder umbenennen. Und es gibt hier so eine Art Wiki für alles Mögliche. Kann man hier reingucken, kann man sich lesen, was ist so, ja, was es produziert, was es braucht. Hier brauchen wir zum Beispiel 5 Kilogramm Wasser, müssen die selber auffüllen. Wir haben aber noch kein Wasser, wir müssen erstmal nach Wasser graben. Und das haben wir hier. Wasser ist eine Ressource, die ist selten. Zumindest am Anfang. Wir werden früher oder später versuchen, unser Wasser zu reproduzieren sozusagen. Ne? Also was reinkommt, kommt natürlich auch raus. Und alles, was rauskommt, kann man säubern, um es wieder reinzumachen. Ne? So mal ganz billig gesagt. Gut, machen wir erstmal weiter. Wir sehen schon, Soos hat nichts zu tun. Wir haben hier die Prioritäten von den einzelnen Bewohnern. Angreifen, aufräumen, Landwirtschaft, Forschung, Versorgung, aufräumen, Lagerung. So, und unser Walker, der macht am meisten bauen und graben. So, der Bruder wird am meisten versorgen. Und Soos wird am meisten die Landwirtschaft machen. Wenn er nichts mehr zum Landwirtschaften hat, wird er zur Forschung wechseln. So, dann kann man hier, wenn man später mehrere Bewohner hat, damit sie nicht alle gleichzeitig aktiv sind, kann man hier einen neuen Zeitplan hinzufügen. Was ich ganz gerne mache am Anfang, ist den eine Stunde Freizeit mehr geben. Ihr seht, zum Normalen habe ich jetzt eine Moral mehr. Das heißt, sie sind weniger belastbar. Bitteschön, Fallout Boy. Bitteschön, Fallout Boy. Okay, machen wir weiter. So, Soos hat momentan nichts zu tun. Wir müssen hier noch ein Stück weiter graben, weil wir müssen uns am Anfang recht schnell beeilen. Später können wir ganz chillig dem ganzen Treiben zugucken. Momentan müssen wir uns aber beeilen, weil uns der Sauerstoff ausgeht. Und das ist ein bisschen blöd, wenn unsere Leute schon am Anfang ersticken. Wie ihr seht, hier liegt überall Müll rum. Wenn wir jetzt mal hier so langsam machen, auf die Dekoration geht, was halt auch die Moral beeinflusst, sehen wir hier alles scheiße rot, weil es hier dreckig ist. Licht ist übrigens nicht gut zum Einschlafen, also es war nicht die beste Idee, die daneben zu stellen, aber naja. Ja, jetzt gehen sie essen, also gleich gehen sie essen, sie gehen erstmal auf Klo. Ne? Da seht ihr es. Wir haben auch noch kein Wasser, das heißt, sie können sich noch nicht die Hände waschen, was problematisch ist, weil wir auch Keime haben. Und wie ihr seht, wenn sie sich jetzt nicht die Hände waschen und dann essen, dann haben sie eine Lebensmittelvergiftung.
Ich habe vergessen, an Wasser zu denken. Aber gut, das ist, am Anfang ist das noch kein Problem. Ist jetzt nichts Tragisches. Es gibt hier auch sowas wie Corona. Deswegen fand ich das eigentlich ganz lustig, wenn wir das spielen. Man kann es... Da, hier. Der Schleim. Es gibt diese Schleimlunge. Erinnert sehr stark an Corona, weil du kannst daran sterben. Es verschleimt deine Lunge und irgendwann kannst du nicht mehr atmen und kippst um. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und damit habe ich die ersten Male richtig stark zu kämpfen gehabt. Ich habe es mittlerweile gelernt hinzukriegen. Und ich sehe hier auf jeden Fall einen riesen Wasservorrat. Aber ich sehe hier auch Schleim. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ja, das ist kacke. Das ist richtig kacke. Da können wir noch nicht hin. Wir müssen also runter zum Wasser. Okay. Das hier wird unser Wasservorrat. Das heißt, jetzt sind sie alle wach. Wir gehen hier jetzt mal runter. Ah, hier möchte ich eigentlich nicht hin. Hier ist so viel Kohlendioxid. Das wird uns am Anfang auf jeden Fall noch Probleme machen. Okay, wir müssen hier zumachen. Das Kohlendioxid darf nicht reinkommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Ich habe denen gerade gesagt, höchste Priorität, diesen Block zuzumachen. Damit das Kohlenstoffdioxid nicht reinkommt. Nice. So, das hier wird auch wegmachen. So. Und dann buddeln wir uns mal in diese Richtung. Am besten hier noch nicht, sonst fallen sie runter. Das will ich nicht. Wir haben am Anfang wirklich sehr wenig Wasser. Wir haben sehr viel Pech gehabt. Und dass die Schleimlunge so nah an unserer Base ist, das mag mir auch nicht gefallen. Was haben wir hier? Eisenerz, Kohle. Ich suche nach bestimmten Punkten, die man schwer erkennen kann. Es gibt nämlich Geysire, die jetzt zum Beispiel Wasser ausspucken. Problem bei diesen Wassergeysieren ist, dass dieses Wasser ultra heiß ist. Das heißt, es muss erst abgekühlt werden, um die Basis nicht zu zerstören, weil es natürlich alles aufheizt. Und wenn es zu heiß wird, dann sind wir am Arsch. Okay, wir haben hier nichts in der Nähe. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Ja gut, macht erstmal weiter, macht mal hier frei. Wenn du scheiß musst, weg. So, zack. Und jetzt bitte hier weg. Nein, fallt nicht, fall. Nein, bitte. Scheiße, wir haben ein fucking Problem, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Kurz stopp. Er ist jetzt hier reingefallen. Er hat keine Möglichkeit. Das Spiel ist nicht kostenlos. Nein, das kostet irgendwie 20 Euro oder so. Unser Soße ist jetzt ins Wasser gefallen. Wir haben ab jetzt folgende Probleme. Er hat hier nicht unendlich Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt ist hier gerade mal bei 600 Gramm. Das ist nicht viel. Es wird für ein paar Stunden halten, aber ihm wird auch scheiße kalt sein, weil das Wasser ihn abkühlt. Hier, klatschnass, kühle Umgebung, hungrig. Er ist auch noch hungrig. Wir sind so am Arsch. Deswegen müssen wir diese Leiter so schnell wie möglich aufbauen. Die Priorität setzen wir hier auf 9. Es sei denn, die wollen gleich schlafen gehen. Wollen sie nicht, alles gut. Die Namen sind, könnt ihr hier sehen. Walker, Soos. Wo ist der andere? Ach da, und Bruder. Das sind meine derzeitigen Namen. Und jetzt müssen sie ganz schnell diese Leiter machen, damit Soos nicht unser erster Toter ist. Was bist du eigentlich nochmal, Soos? Was war unser Soos für einer? War der wichtig? Ah, das ist die Zusammenfassung. Ja, Bett und Bad haben wir gebaut, das ist schön. Unser Soos war der Forscher und der Landwirt, oh mein Gott. Er muss unser Überleben sichern. Okay, wir müssen Soos dringend retten. Los, Leute, rettet ihn. Er ist wichtig für die Vault. Es ist im Grunde genommen einfach nur eine Vault, die wir hier aufbauen. Nur halt, ja, echter, näher dran. Ich habe halt schon mal überlegt, davon ein Let's Play zu machen. Das Problem als Let's Play ist einfach, dass es viele Phasen gibt, die einfach ruhig sind. Der Anfang ist stressig ohne Ende, der mittlere Teil ist chillig ohne Ende und das Ende ist noch stressiger als der Anfang. Oh, habt ihr das gesehen? Da war schon nicht atembares Gas drin. Aber er ist frei. Puh, er ist frei. Oh, Stressfaktor können wir hier auch sehen.
Ja, wenn der Stress ansteigt, kann das sein, dass sie ihre Fressattacken oder Heulattacken bekommen. Hier sehen wir, ob sie krank sind und hier sehen wir, wie viele wir haben und wie viel Essen wir gespeichert haben. So, jetzt haben wir ein kleines Problemchen, da wir hier die Leiter bauen mussten. Aber das können wir regeln, indem wir zuerst diese zwei entfernen. Dann den hier entfernen. So. Und die hier. Genau, entfernt die mal für mich. Wir machen hier quasi so eine kleine Treppe rein. Und dann werden wir da unser erstes Wasser absaugen. Wenn wir sparsam sind, Leute, dann können wir mit diesem bisschen Wasser wirklich lange aushalten. Also wirklich lange. Sanitär. Handpuppe. Damit können wir unser Wasser rausholen. Machen wir es mal so. Und das brauchen wir, um uns die Hände zu waschen. Das ist ganz wichtig, Leute. Wascht eure Hände, sonst werdet ihr krank. Guckt euch mal an, was die alles hier schon verbreitet haben für Bazillen. Da, die ganze Leiter ist am Arsch. So, und jetzt müssen die das Wasser quasi hier abpumpen und da reintun. Und hier kommt unser Versorger schon ins Spiel, weil er kann früher oder später mehr tragen als der Rest. Und das wird wichtig sein. Und jetzt müssen wir erstmal diese Scheiße hier desinfizieren. Bevor hier noch irgendwas ausbricht an Krankheiten. Das wäre wirklich das Letzte, was ich möchte. Krankheiten. Ja, genau. Mach mal sauber, mach mal sauber. Schön sauber machen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Sauerstoff. Wir haben keinen Sauerstoff. Wo haben wir es? Temperatur, Material. Nee, das ist Material, ne? Flüssigkeit, Lüftung, Temperatur. Wo war das nochmal? Ach, da, das erste. Sauerstoff. Ihr seht, sehr atembar. Gerade noch atembar, nicht atembar. Das Kohlendioxid wird sich immer ganz unten ansammeln. Den Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxid ist schwerer als Sauerstoff. Und deswegen wird der Sauerstoff immer oben sein. So. Ich werde jetzt etwas machen. Das wird quasi den Sauerstoffgehalt hier enorm einreichern. Das ist mir wichtig, weil hier auch oben geschlafen wird. Hier ist das nicht so schlimm. Hier reicht das atembare Gas. Das soll jetzt nicht so drastisch sein. Da gehen die nur aufs Klo und dann waschen sie sich die Hände. Dafür brauchen sie keinen Sauerstoff. Ganz ehrlich. So, wir müssen jetzt quasi eine Sauerstoffproduktion machen und das kriegen wir mit dem Sauerstoffdiffusor hin. So, den klatschen wir jetzt mal hier hin. No? Dann müssen wir Strom produzieren. Das kriegen wir mit einem Hamsterrad hin. So, damit nicht ständig einer auf dem Hamsterrad rumhocken muss. Ja, geil. Danke für den Deck. Brauchen wir Batterien. Am besten, ich packe immer gerne zwei hin am Anfang. So, diese verbinden wir dann. Können wir auch hier ruhig in den Boden reinziehen, damit es ein bisschen hübscher ist. So, später müssen wir das Ganze wieder auseinanderbauen und umsiedeln, weil es nun mal nicht schön ist und Wärme produziert. Ist alles nicht so einfach im Spiel. Deswegen der Anfang ist chaotisch und dann räumen wir auf und dann wird irgendwie alles funktionieren und pipapo. Unsere Vault wird quasi später recht amüsant aussehen. Amüsant. Das sind, glaube ich, gute Wörter dafür. So, wir müssen natürlich auch forschen. Dafür ist unser Forza Motorsport, unser Forscher da. Und das braucht auch Strom. So. Das ist quasi unser erstes Netzwerk, was wir hier haben. Problem wird halt wirklich das Strom sein. Aber wenn wir jetzt zum Stromnetzwerk gehen, ich bin hier noch nicht komplett versiert. War das nicht hier im Foto? Lüftung, Flüssigkeit, Dekoration, Keim, Landwirt, Baum. Stromnetz da. Das Stromnetz. So. Ah, nee, das konnten wir hier reingucken. Ja, haben wir auch die Informationen, wandelt manuell Arbeit in elektrische Energie um. Duplikatoren beim Laufen zu beobachten ist süß. Der erzeugte Strom ist nur ein netter Bonus. Und das wird es im Endeffekt auch sein. Es ist nur ein Bonus. Früher oder später müssen wir auf Generatoren wechseln. Das heißt, wir müssen unsere Kohle verbrennen oder Bäume, je nachdem, was wir zuerst bekommen. Naja, wir müssen das erstmal bauen und dann können wir sehen, wie viel Strom wir produzieren und erzeugen und bla bla und hier und da. Nun? Gucken wir erstmal, dass die. Ja, die werden jetzt sowieso erstmal schlafen gehen. Wir haben noch
15.000 Kilokalorien übrig. Die verbrauchen, oh Gott, eine Menge. Wir müssen noch eine Küche erstellen. Stimmt, scheiße. Puh. War das unter Stationen? Na, ach, Nahrung, logisch. Damit können wir aus Scheiße Gold machen, sozusagen. Also wir nehmen Dreck, wirklich Dreck, und machen daraus Nahrung. Jo, Tywin, viel Spaß. So, währenddessen die schlafen, gucken wir uns mal die Prioritäten an, denn unser Landwirt muss am Anfang auch ein bisschen kochen. Jedes Mal, wenn der Tag wechselt, hat man so einen kleinen Lag. Am besten dann nichts bauen. Oh scheiße, nehmen wir jetzt den Boden auseinander. Wir müssen hier kurz Boden hinpacken. So, jetzt werden die hier noch ein bisschen sauber machen. Das ist ihre tägliche Routine. Ein bisschen sauber machen, wenn sie nichts zu tun haben. Und ansonsten sammeln sie natürlich die Sachen, die wir geerntet haben. Also das Kupfer und so weiter. Und bringen es dann hier hin zum Bauen. Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller, damit es schnell vorangeht. Auch nämlich schnell Sauerstoff. Sauerstoffgenerator bauen, Kolonie benötigt Nahrungsquelle. Das machen wir jetzt alles zusammen auf einmal. So, Problem wird sein, jemand muss die Batterien immer aufladen. Dafür haben wir unseren Versorger, der wird das gerne übernehmen. Der wird halt währenddessen, er auf dem Laufrad sitzt, nichts anderes tun. Nö. Das heißt, er wird quasi jetzt die größte Zeit von allen erstmal am Laufrad sitzen. Falls wir die Energie benötigen. Ja, da läuft der Soß. Sauerstoff wird immer produziert, solange wir Algen haben. Und wäre meine Kamera nicht im Weg, ich glaube, ich muss die woanders hin platzieren. Momento, ich mache mal meine Kamera woanders hin. Alter, Kamera. Ach, kein Scheiß. Hallo? Kann sie nicht bewegen? Hä? Warum nicht? Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Kann ich irgendwas bewegen hier? Kann ich mal das Bild bewegen? Okay, meine Kamera ist da leider im Weg. Ich kann meine Kamera irgendwie gerade nicht bewegen, seltsamerweise. Jedenfalls haben wir hier an der Seite, wo meine Kamera ist, quasi den Infobereich, was wir alles haben. Da hat man normalerweise die wichtigsten Sachen offen. Zum Beispiel, wo ist das? Filtermaterial, Flüssigkeit, Rohmaterial. Den Sandstein werden wir am Anfang ohne Ende haben. Essbar. Hm? Organisch. Alge. Oh Gott, wir haben gar keine Algen. Wir müssen Algen abbauen. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber wir haben null Algen. Und wir benötigen hier Algen. Ja, zumindest haben wir Strom ohne Ende. So, wir werden am Anfang ein paar Matschriegel herstellen. So, 5 Stück. Dürfte eigentlich reichen. Für Matschriegel brauchen wir Wasser, 25 Kilogramm, was verdammt viel ist. Deswegen unser Wasser schnell zu Ende geht, wenn wir uns nicht darum bemühen, das zu ändern. Und Erde. Erde kann uns natürlich auch irgendwann zur Neige gehen. Uff. Also gut. Wir brauchen Algen. Wieso habe ich hier so wenig Algen? Guckt euch das an. Ist ja nix. Oh Gott, wir werden Algenprobleme haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Baut mal das hier auseinander. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Puff. Das könnte lustig werden. So, und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo das Spiel ein bisschen an Geschwindigkeit abnimmt, wenn man es denn so möchte. Wir können jetzt quasi ein bisschen chillen oder die ganze Zeit auf Highspeed machen. Das Problem ist, wenn man jetzt auf Highspeed die ganze Zeit spielt, die Ressourcen neigen sich sehr schnell zum Ende zu, weil die Leute auch ab und zu mal stillstehen und nichts machen. Wir haben hier noch die Forschung. Ein wichtiger Teil dieses Spiels ist diese Forschung. Ne? Wir werden viel davon am Anfang benötigen, nicht alles. Es ist wichtig, dass wir nur die wichtigen Sachen am Anfang machen, also alles, was wir benötigen. So, wir haben hier zum Beispiel ein Kühlschrank. Habe ich am Anfang gedacht, gut, der ist sehr, sehr wichtig. Ist er auch, früher oder später. Also wenn man mehrere Bewohner hat und das Essen hier und da hinschickt. Ne? Aber noch geht es.
Wir haben die Tierkontrolle, was ich damals auch für wichtig empfand. Es ist auch wichtig, wie das Essen. Aber man kriegt auch das meiste am Anfang ohne Tiere hin. Wir sehen, hier ist Nahrung. Nahrung ist natürlich ein wichtiger Part. Ne? Zum Beispiel Algenterrarium, gut, würde ich jetzt nicht machen, verbraucht enorm viel Wasser. Was wichtig ist, ist der Acker. Den brauchen wir. Wir brauchen den Kantinentisch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hierauf gehen. Früher oder später werden wir uns um Strom kümmern. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Feststoffe, was wir mit denen alles machen können. Transportieren, lagern, veredeln. Die Kolonieentwicklung, darauf habe ich mich noch nie spezialisiert, weil ich habe es irgendwie nicht eingesehen. Aber das Einzige, was wir brauchen davon ist am Anfang, ist die fortschrittliche Forschungstechnik. Früher oder später. Die Medizin wird wichtig sein, wenn wir uns zu der Corona-Krise nähern. Flüssigkeiten wird sehr, sehr schnell ein wichtiges Thema, weil Flüssigkeiten zu veredeln und zu reinigen, das ist schon sehr wichtig, wenn einem das Wasser ausgeht. Es werden aber alles noch Probleme sein, die wir in der naher Zukunft haben werden. Die Gase, auch ein wichtiger Punkt, ne? Weil die Gase, die leiten nun mal auch diese scheiß Schleimlunge, diesen Coronavirus. Und da müssen wir aufpassen, wir müssen auch Sauerstoff irgendwann hin und her switchen. Schutzanzüge habe ich bisher noch nicht benutzt, kann ich noch nicht zu viel zu sagen. Dekoration ist wichtig, damit die Moral steigt. Habe ich erst einmal in dem Durchgang gemacht, also habe ich auch noch nicht viel Erfahrung mit. Computertechnik habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit, kann sehr wertvoll sein. Raketentechnik ist Late Game, komplettes Late Game, habe ich absolut keine Erfahrung mit. Na gut, lassen wir sie erstmal ein bisschen lernen und graben. Habe ich viel erzählt. Jetzt muss ich erstmal kurz Luft holen. Reines CO2 natürlich. Und wir sehen schon wieder keinen Strom. Soos macht sich auf, direkt Strom zu produzieren. Soos ist ein sehr wichtiger Mitarbeiter. Er hat neue Hoffnung. Bruder. Achso, Bruder. Ich dachte Soos. Wieso machst du? Prioritäten, Bruder. Aufräumen. Achso, dieses Bruder. Was macht denn Soos? Ach, Soos ist der Landwirt. Stimmt. Bruder, du bist der wichtigste Mann hier in unserem Betrieb. Du hältst das alles hier am Laufen, während die anderen einfach nur arbeiten. Was für Schweine. So. Ich werde mal direkt versuchen, unsere Basis ein bisschen zu verschönern, dass die Moral steigt. Ja, das passiert manchmal. Abbruch. So. Pausieren. Kommen wir zum Biodrucker. Wähle eine Blaupause. Hier haben wir Blaupause. Hier kriegen wir zufällig Sachen. Und unsere allererste Lieferung ist schon mal voll für den Arsch. Wir haben hier die Wissenschaftler und Landwirt. Kennen wir schon. Zudem schnarcht er laut. Laute Schnarcher sind doof, weil die muss man halt separat von den anderen quasi lagern. Also lagern, ins Bett legen. Wir haben Nistbett hier frei bekommen. Keimresistenz gesenkt, ist auch schlecht. Eine Kranke hier durchlaufen zu lassen. Gut, es gibt Schlimmeres. Ne? Schnarcht laut ist das harmloseste, was ich bisher kenne, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch Be Besseres. Aber laute Schnarcher kann man halt einfach nur tagsüber schlafen schicken. Dann machen sie nachts halt keinen Stress. Ja, Mediziner ist im späteren Verlauf schon wichtig. Der sollte aber einen zweiten Beruf gleichzeitig haben, weil der ist ziemlich nutzlos, wenn er niemanden hat, ja, den er heilen soll. Wir nehmen am Anfang Pip-Eier. Ja, wir können quasi jetzt gucken, was Pips bringen. Aber ich druck sie schon mal, weil die können wir später töten. Und dann haben wir ein bisschen Fleisch. So, dann können wir hier in der Datenbank nach Pips gucken. Pip. So, Pips. Pips sind ein Vertreter des Rodentia-Ordens mit einem starken Versteckinstinkt, der sie dazu bringt, kleine Objekte, meist Samen, zu finden und zu vergraben. Das heißt, sie, ja, fördern quasi diese Flora, aber die sind mehr nervig als alles andere. Es ist nicht bekannt, ob ihr Versteckverhalten ein Zwang oder eine Form der Unterhaltung ist, da die Pips zum Überleben hauptsächlich auf Rinde und Holz angewiesen ist. Obwohl dem Pip opponierbare Daumen fehlen, hat er dennoch sehr geschickte Pfoten, die es ihm ermöglichen, auf der Suche nach Samen und anderen Schätzen in die engsten Winkel zu stöbern. 90% der Fälle baue ich sie aus Versehen ein. Ja, und du kannst halt keine Samen lagern.
Die schubsen sie einfach aus den Lagern raus und dann freuen sie sich einen Keks. Tja, haben sie einen Spieldurchgang von mir zerstört. Indem ich infizierte Samen hatte, die in einem Lager waren. Im Lager waren sie sicher, aber die Pips dachten sich, oh, guck mal, Samen. Und haben ihn jedes Mal rausgeholt. Alles verseucht. Die haben alles bei mir verseucht. Es war der pure Horror. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Diese Scheiße. So. Wir müssen uns jetzt langsam um eine Raumordnung kümmern, damit sie halt, ja, ein bisschen mehr Moral haben. Die werden gleich Level-Ups bekommen. Dann können wir sie verbessern. Und die Pip-Eier werden irgendwann ausschlüpfen. Und dann werden wir sie töten. Weil ich sie nicht mag. Und hier ist auch ein Ei. Ne, ist ein Samen. So. Machen wir weiter ein bisschen Unordnung und bauen da erstmal ein Lagerbehälter hin. Huch. Kann ich ein Pip sein? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, Haustiere zu umbenennen. Wir können es ja gleich mal gucken, wenn wir irgendwo eins sehen. Kann sein, dass wir es erstmal domestizieren müssen. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Aber, Paul, also Hosenkobold, ich werde die Pips töten. Also restlos ausradieren. Die haben keine Chance zu überleben. Ich hasse sie. Leuchtkäfer. Also diesen Leuchtkäfer können wir schon mal nicht umbenennen. Aber wie gesagt, vielleicht muss man sie domestizieren. Jetzt werden die schlafen gehen. Oh Gott, wir sind umzingelt von Schleimlunge. Oh Gott, nein. Und offensichtlich Wasserstoff. Ich sehe hier noch keinen Geysir. Das könnte ein bisschen problematisch werden, wenn wir keinen finden. Wir brauchen irgendwas, was uns entweder Strom gibt. Oder Wasser, beziehungsweise Wasser ist eins der wichtigsten Sachen. Am besten brauchen wir zwei Geysire, die uns Wasser geben. Aber noch haben wir hier nichts in der Nähe. Magmanit. Nein, Neutrium. Ich suche Neutrium, Leute. Ich kann hier aufs Material-Overlay gehen. Und so nochmal gucken. Ich glaube, es war grau. Magmanit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn wir hier keinen Geysir finden, bin ich am Arsch. Um das mal so auszudrücken. Hier strömt viel Kohlendioxid rum. Können wir später vielleicht noch gebrauchen. Na gut, gucken wir mal auf unser Sauerstoff. Ihr seht, es breitet sich aus. Sauerstoff wird hier nach unten gedrückt, während das Kohlendioxid hier nach unten gedrückt wird. Hier staut es sich so ein bisschen, seht ihr schon. Und ja, das könnte irgendwann zu einem Problem werden, wenn wir nicht die richtigen Sachen finden. Und jetzt, wo wir es ein bisschen chilliger haben, werde ich mal ein bisschen beschleunigen und hier ein bisschen die Wege ausbauen. Damit sich auch ein bisschen der Sauerstoff ausbreiten kann. Weil es kann sein, dass hier auch irgendwann ein Überdruck entsteht und das ist doof. Guck mal hier, hier laufen schon die Hedges durch die Gegend. Ja, tötet sie mal. Ich will hier keine Hedges haben. Wir brauchen nur mein teures Sauerstoff. Also so eine Umgebung, die ist halt, ja, kann man leicht kaputt machen. Durch Tiere. Dieses Kohlendioxid, das... Darum müssen wir uns auch irgendwie mal kümmern. Ja, da wird gekämpft. Zack. Wir gewinnen natürlich, weil das sind Lappen. So, ich baue mich jetzt hier hin zur Seite. Und vielleicht ein bisschen nach oben. In der Hoffnung, dass ich da irgendwo ein Geysir oder so finde. Aber man weiß es nicht, ob da irgendwas in der Nähe ist. Baut euch mal da nach oben. Und dann baut ihr mal so ein bisschen in die Richtung. Ich muss immer darauf achten, dass ich keine Keime erwische. Da ist schon wieder Schleim, ich dreh durch. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Aber er hat erst die erste Forschung abgeschlossen. Wir haben zwei Forschungen vor uns. Da. Wir brauchen unbedingt einen Acker, um selbst Dinge herzustellen.
um uns Nahrungsmittel irgendwie zu machen. Ich weiß, ich überlege nebenbei übrigens, wie ich unser Heim hier aufbaue. Es ist nicht wirklich einfach. Man kann sehr viele Fehler schon zu Anfang machen. Ich habe auch mindestens schon 2, 3 gemacht. Ein Profi, der dieses Spiel spielt, der denkt sich einfach nur, alter Junge, was macht der? Aber ich bin halt noch ein Anfänger. Ich habe quasi nur die Grundprinzipien dieses Spiels verstanden. Um die Probleme muss ich mich noch kümmern. Aber ein Geysir hat mir am Anfang immer recht gut geholfen. Weil irgendwann nach ein paar Stunden bekommt man nun mal Probleme mit Wasser. Und wie ihr seht, wir haben allgemein wenig Wasser. Und um uns auch noch um das Wasserproblem zu kümmern, ich würde sagen, wir graben hier mal noch ein bisschen rum. Das hier muss auf jeden Fall aufgegraben werden. Dann hier noch ein bisschen. Ich werde versuchen, dieses Wasser hier abzuzapfen und hier runterfließen zu lassen. Das ist eine dichte Kohlendioxid-Umgebung. Da müssen wir uns auch fernhalten von. Warum ist das alles so bunt? Das war doch vorher nicht so bunt. Habe ich irgendwo raufgeklickt? Ah, jetzt ist es normal. Ich wollte gerade sagen, das sah aber nicht normal aus. So, wie ihr seht, alle sind beschäftigt. Die Priorität ist sehr weit unten. Vor allem können sie hier noch nicht graben. Dafür brauchen wir erstmal das Level up. Und beschleunigen wir mal ein bisschen. So, was ihr nicht sehen könnt, ich sehe, dass wir 2 Tiereier hier rumliegen haben. Und das heißt, wir werden hier auf jeden Fall die Tiereier mal reinstopfen. Weil dann brüten sie nämlich nicht aus. Sondern wenn sie dann ausbrüten, sterben sie einfach. Das ist das Schöne. So, und unsere Betten funktionieren nicht. Geil. Dann muss ich mal kurz die Priorität hier hochsetzen auf 6, dass sie das zuerst machen. Sehr schön. Aber ich glaube, es ist schon fast Schlafenszeit, ne? Oh Gott. Okay, das hier ist auf jeden Fall Prio 7. Das müsst ihr zuerst machen. Wenn einer nicht schlafen kann, dann wird er auf dem Boden pennen. Das ist nicht gut für ihn. Ah, geschafft. Perfekt. So, können wir hier oben schon irgendwas sehen? Nein. Puh, hoffen wir mal, dass da rechts irgendwas ist. Scheiße. Aber wir können ziemlich tief runter. Das ist positiv. Ja, ich werde mal das Kohlenstoffdioxid hier rauslassen. Es ist kacke, dass hier Wasser ist. Wir werden das Wasser mal hier ein bisschen sichern. Ein bisschen Flüssigkeit wird runtergehen, aber weißt du was? Komm. Geschenkt. Ich möchte mich auf jeden Fall hier runterbuddeln. Um ein bisschen hier was zu erkennen. Vielleicht finden wir da einen Geysir. Vergrabenes Objekt. Das wird ein Tierchen sein. Vergrabenes Objekt. Hm. Vielleicht auch nicht. So, wir haben uns jetzt hier oben umgesehen und es ist nichts hier. Das ist nicht gut. Oh. Aber wir kommen hier ziemlich hoch. Der Schleim ist auch hier. Da müssen wir uns davon fernhalten. Wenn wir die Schleimlunge in die Luft lassen, sind wir am Arsch. Schleimlunge breitet sich aus in das war verschmutzten Sauerstoff. Nix. Neutrium! Wir haben es gefunden. Hier ist was versteckt. Der Geysir ist sogar richtig gut. Die Frage ist nur, was für ein Geysir sich da befindet. So. Ich werde sie mal arbeiten lassen und ganz kurz auf die Toilette gehen. Am besten, ich gebe dir noch ein paar Aufgaben, ne? Moment. Noch nicht. Wir haben Fähigkeiten der Duplikanten. Hä? Ich habe doch gerade gehört, dass wir Level Up haben. Okay, haben wir nicht. Okay. Lass sie erstmal arbeiten. Ich gehe mal kurz auf die Toilette. So, da bin ich wieder. Gut. Ich möchte gerne herausfinden, was wir für... Oh, das ist eigentlich recht gut. Wir bauen das Ding nochmal zu. So, ich möchte gerne herausfinden, was für ein Geysir sich da unten befindet.
ob wir ihn nutzen können für das, was wir benötigen. Und er ist echt an einer guten Stelle. Er ist an einer richtig guten Stelle, das gefällt mir. So, ein Geysir ist meist so, ja, 2 bis 3 Felder groß. Das heißt, wenn wir hier ganz kurz ein bisschen reingraben, dann können wir herausfinden, was das für ein Geysir ist, ohne dass er aktiviert wird. In der Hoffnung. Ich hoffe, dass es so ist. Bisher war es eigentlich immer recht gut. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Weil Geysire haben eine Aktivzeit und eine Zeit, wo sie deaktiviert sind. Oh, das passt. Guck mal, wie perfekt das passt. Und wenn sie aktiv sind und dann, keine Ahnung, wenn das jetzt zum Beispiel ein Wasserstoff-Geysir ist und der Wasserstoffatmosphäre meine Sauerstoffatmosphäre bringt, wäre das ein bisschen kacke, weil Wasserstoff ist leichter als Sauerstoff. Das heißt, es wird nach oben schwirren und hier alles voll werden. Aber ich bin schon mal glücklich, dass wir ein Geysir gefunden haben. Ich wünsche mir, dass es ein Wasser-Geysir ist. Also ein Geysir, der Kaltwasserdampf. Kaltwasserdampf-Geysir heißt er, glaube ich. Der hat, glaube ich, eine Temperatur von 100 Grad oder so. Der spuckt schon richtig warmes Wasser aus, auch wenn er Kaltwasser-Geysir heißt. Der spuckt irgendwie heißes Wasser aus. Also Dampf. Und Dampf wird dann zu Wasser. Ne? Und damit hätten wir eine Wasserquelle für die Zukunft gesichert. Es könnte natürlich auch alles Mögliche sein. Es kann auch ein Kohlenstoffdioxid Viech werden, also es ist alles dabei. Wir können Pech haben, wir können Glück haben. Ziggy Menschstein. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viel Pech. Ich hatte schon Runden, da hatte ich so viele Geysire nebeneinander, die mir so geholfen haben. Ich meine, im Endeffekt habe ich eh verkackt, weil mir die Ressourcen ausgegangen sind, weil ich zu lange gebraucht habe. Aber es ist rein theoretisch möglich, es irgendwie an die Oberfläche zu schaffen. Ich habe es noch nicht an die Oberfläche geschafft. Aber ich will es gerne. Und vielleicht schaffen wir das zusammen. Na komm mal, habt ihr da keinen Sauerstoff? Ja, das Problem ist, je mehr ich ausbaue, umso mehr Sauerstoff wird sich natürlich auch hier verbreiten. Deswegen mache ich hier am besten zu. Und wir haben noch keine Tür. Das heißt, als nächstes brauchen wir eine Tür, die Gase nicht durchlässt. Und da nehmen wir diese hier, die Mann-Luftschleuse, blockiert Flüssigkeits- und Gasfluss, hält den Druck zwischen den Bereichen. Wilde Kreaturen können die Tür nicht passieren, ist auch wichtig. Und das andere brauchen wir eh, damit die Gase verteilt werden können. So, dann beeilt euch mal ein bisschen. Und du Forsche! Leute, wer chillt hier rum? Achso, ihr seid hier schon fertig. Das Wasser ist, glaube ich, nicht abgeflossen. Können wir das aufwischen? Wischt mal das Wasser auf. Ich möchte nicht, dass ihr da die ganze Zeit in irgendwelchen Flüssigkeiten rumstapft, wenn ihr hier runterlauft. Das ist ungünstig, weil dann sind sie wieder gestresst und hier und da. Und, das sind wirklich kleine Mimiosen. So. Jetzt graben wir das hier auf und zerlegen das hier wieder. Ich hatte auch schon mal den Fall. Das war allerhöchste Güte. Meine Leute waren am Verhungern, weil ich nichts zu essen hatte. Ganz unten hier am Grund lag etwas zu essen. Aber es war kein atembares Gas drin. Es war bis hier oben voll mit Kohlenstoffdioxid. So, das heißt, immer wenn sie essen wollten, sind sie hier runtergelaufen, haben das Essen eingesammelt, sind hochgelaufen, haben auf dem Weg Panik bekommen, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommen haben, haben das Essen fallen gelassen und sind wieder hochgelaufen, haben hier Sauerstoff getankt, sind wieder runtergelaufen, haben sich das Essen geschnappt, sind hochgelaufen, haben Panik bekommen, haben das Essen wieder fallen lassen und sind nach oben gelaufen. Und so ist einfach alles kaputt gegangen. Es war richtig toll. Ich hatte richtig viel Spaß mit meiner kleinen Vault hier, aber die haben es einfach verkackt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist einfach toll. Die machen jetzt übrigens gerade Pause, wenn wir hier auf den Zeitplan gucken. Pause. Oh, Fähigkeitspunkt erworben. Nice, es ist soweit. Also, Walker ist der Erste. Ich möchte gerne, dass er am Anfang gut im Graben ist. Weil Graben ist wichtig, damit wir hier überall durchkommen. Das hier kann er gleich aufgraben. Ich möchte hier auf jeden Fall erstmal ein schönes Quadrat machen. Und dann ziehen wir uns das Wasser von hier oben nach unten, indem wir hier einfach durchgraben.
Das ist der Plan. Was ist mit Bruder los? Wieso hat er Leben verloren? Was ist mit deiner Gesundheit passiert? Dude! Weißt du, was hat er gemacht? So, die läuft jetzt hier runter, gräbt hier ein bisschen was auf. So, dann könnt ihr hier direkt die Leitern weiterbauen. Und du wirst hier nochmal ein bisschen graben. Und der nächste mit dem Fähigkeitspunkt. Jetzt haben wir Soos. Soos, du brauchst... Was machen wir zuerst mit dir? Ich glaube, Landwirtschaft ist ganz gut, wenn wir das zuerst machen. Die hier wird jetzt zunehmend gestresster. Walker. Weil sie durch das Wasser laufen muss. Und das stresst sie total. Das Spiel sieht interessant aus, aber auch irgendwie kompliziert. Ja, Sonja, es ist sehr interessant und auch gleichzeitig kompliziert, weil es ziemlich wissenschaftlich ist. Aber es macht Unmengen viel Spaß und man lernt eine Menge dabei. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Man muss sich da wirklich reinarbeiten. Man muss sich da stundenlang reinarbeiten. Man baut quasi eine Siedlung auf. Man verkackt diese Siedlung und man fängt von vorne an. So ist das Spielprinzip. Du verkackst und fängst von vorne an. Nur um es nochmal zu verkacken. Und nochmal von vorne anzufangen. Bis du es irgendwann raus hast. Irgendwann hast du es. So, der nächste mit dem Level Up. Bruder, so. Wir verbessern deine Stärke, damit du mehr Wasser schleppen kannst. So, Nahrung. Ich würde sagen, wir warten, bis wir um die 10.000 Kilokalorien haben, weil das Essen kann halt auch vergammeln und wir haben keinen Kühlschrank. Also warten wir. Seht ihr, die kann da unten jetzt nicht durchgehend arbeiten, weil sie keinen Sauerstoff bekommt. Das Kohlendioxid, das wandert alles hier nach unten hin. Da seht ihr unser Sauerstoff. Da sammelt sich auch ein bisschen was an. Aber im Prinzip sieht das eigentlich noch ganz gut aus. Wir werden früher oder später Mittel haben, um dieses Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln. Aber noch nicht am Anfang. Mit ein bisschen Glück kriegen wir was in... Hey, 30 Sekunden. Komm schon, irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes, 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 irgendwas Gutes. Alles klar. Oh Gott. Na gut, die Leute. Wissenschaft, Landwirtschaft, Graben, Graben, Medizin, Wissenschaft, Landwirtschaft, Maschinen, Wissenschaft. Alles nicht gut. Und das Einzige, was wir zusätzlich haben, ist Sand. Drucken wir uns ein bisschen Sand. Sag mal, Walker, was zum Teufel machst du da? Oh nein. Ja, seht ihr diesen Balken hier? Ja, das ist dein Sauerstoff. Das war gerade eine wirklich dumme Aktion, Walker. So. Ah, oh, sie ist krank. Scheiße. Oh nein. Ja, weil sie die ganze Zeit im Wasser rumhängt. Aber es hilft nicht anders. Am Anfang müssen wir so arbeiten. Aber zumindest haben wir keine Infektion hier. Gut, sie ist krank, aber sie wird von alleine wieder gesund. Soos? Achso, Walker hat eine Unterkühlung. Ich wollte gerade sagen, wieso Soos? Aber Soos geht's gut. Da ist das Neutrium. Sind wie Pflanzen nicht nützlich für das Problem, da die ja Kohlen... es gibt Pflanzen, die natürlich Kohlendioxid filtern, klar. Ich meine, wir haben hier, wie heißen die nochmal? Forschung, wir lassen die mal weiterarbeiten so lange. Es gibt Pflanzen, die halt verschiedene Atmosphären bevorzugen. Aber nicht alle können mit Kohlenstoffdioxid, also mit Kohlendioxid umgehen. Ich sag, hier ist ein Kohlenstoffdioxid. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist Kohlenstoffdioxid. Das ist flüssig. Ich weiß nicht mehr, wie die Pflanze hieß. Es gibt auf jeden Fall Pflanzen, die verschiedene Atmosphären einatmen. Und dann filtern. Und zu was anderen umwandeln. Aber nicht jede Pflanze macht das.
Aber wir sind ja auf, wir sind halt normalerweise nicht auf der Erde. Ne? Hier gibt es halt verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel ein Puft. Ein Puft können wir sehen. Information, Ernährung, verschmutzter Sauerstoff, Ausscheidung, Schleim. Das heißt, hier, verschmutzter Sauerstoff, den atmet er ein. Und dann kommt aus diesem kleinen Rüssel, kommt dann Schleim raus. Und Schleim kannst du wiederum zu Algen machen und Algen kannst du zu Sauerstoff machen. Also es ist schon recht komplex, ja. Ja, esst mal ruhig. Wir haben noch 23.000 Kilokalorien, das passt. Wir haben jetzt nur so viele Kilokalorien, weil überall noch Essen rumliegt. So, wir sind bald unten angekommen. Wir können gleich gucken, was das für einer ist. Haben wir hier vielleicht noch mehr Neutrium? Das wäre neutrastisch. Kann man das so sagen? Ich glaube nicht. Vor allem im Dunkeln sehe ich auch nichts. Magmanit, Kohle. Ah, ich bin gespannt. Also, vor allem sieht das auch der Kohle sehr ähnlich. Also sowas zu finden ist nicht leicht. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich die Türen. Dann können wir unser Sauerstoff ein bisschen abschließen. Und ich würde sagen, wir machen uns hier auf jeden Fall schon mal ein Zimmerchen. Das können wir schon mal zumachen. Das werden die nicht zumachen, die können maximal bis hierhin bauen. Aber wir werden später hier mal kurz reinbuddeln. Na komm schon, Walker, du schaffst das. Du bist ein großes Mädchen. Kommst da schon an. Ist für mich wirklich ganz wichtig, dass du da unten ankommst. Mich erinnert der Schleim mehr an Anthrax, da ja die Lunge vollgeschleimt wird. Ja. Also, er hat halt Ähnlichkeiten mit tödlichen Infekten der Lunge. Sagen wir es so. Aber es ist natürlich klar, dass das kein Corona sein kann, weil dieses Spiel älter als Corona ist. Also unser Corona, das wir jetzt momentan haben. Es gab ja schon vorher Corona-Dinger. Luca, ich werde, glaube ich, bis 19, 20 Uhr um den Dreh. Dann sollte ich aber wirklich mal Feierabend machen. So. Wir bauen uns jetzt hier ein separates Zimmer hin. Und zwar Möbel. Nein, das war falsch. Machen wir es mal weg. Können das später immer noch umbauen. Ich wollte ein Bett bauen. Ein Bett. So. Eins, zwei, drei. Dann machen wir eine Dreierpause. Gut, das ist jetzt scheiße gemacht. Dann machen wir es anders. Abbruch. Weil, obwohl. Na doch, machen wir. Machen wir so. Scheiß drauf. So. Eins, zwei, drei. Dann ziehen wir hier nämlich das hier lang. Dann machen wir eine Mannluftschleuse dahin. Und hier auch. Wir werden hier natürlich den Boden nochmal fertig machen. Und falls wir irgendwann dazu kommen, auch die Decke. So. Dann müssen wir die Rationsbox hier loswerden. Die müssen wir woanders hinpacken. Und dafür müssen wir sie natürlich erstmal erforschen. Ach, haben wir schon. Nice. So, was ist das nächstwichtige? Ich glaube, Kohlegenerator können wir uns doch aufsparen, solange wir Algen haben. Algen, sage ich schon. Manneskraft haben und keine zu große Basis, dann geht das klar. Flüssigkeitstransport ist wichtig, so wie eine Toilette wird später auch wichtig. Gasfilter und Flüssigkeitsfilter. Ich glaube, wir gehen erstmal Richtung Hygiene, obwohl. Wir machen erstmal nur die Sanitärtechnik. Dann können wir uns um die Gase kümmern. Ja, haben wir auch schon gemacht. Stimmt. Dekoration können wir machen, weil Dekoration ist auch noch wichtig. So. Dann macht mal, Leute, dann macht mal. 23 Kilokalorien, perfekt. Du bist aber noch nicht weitergekommen, Mädel. Walker, was ist los mit dir? Muss auf freiem Platz. Ah! Ich weiß. Das ist ein kleiner wahrscheinlich. Ich kann hier nichts hinbauen, weil da das Wasservieh ist. Oder nicht das Wasservieh, der. Oh, Neutrium! Da ist nochmal Neutrium! Oh mein Gott, zwei untereinander. Geysir, genau, der Geysir.
Wir können auf dem Geysir natürlich nicht bauen. Aber wir können herausfinden, was das für einer ist, in dem wir hier graben. Und da drunter ist direkt der nächste Geysir. Das ist fantastisch. Wenn wir Glück haben, ist das was richtig Gutes. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wasserstoff bei Wasserstoff bleibt. Wir haben ja auch noch ein bisschen Chlorgas. Ist halt desinfizierend. Aber auch nicht wirklich atembar. Sehr schön. Der nächste ist da unten. Wenn wir hier wirklich nur Scheiße finden, dann lassen wir den erstmal ruhen, bis wir ihn brauchen. Und gehen dann direkt hier runter und gucken, was das für einer ist. Seid ihr schon wieder am Essen und Schlafen? Ja, war ja klar. Na gut. Ihr seht, wir haben jetzt erstmal hier die Kontrolle über unseren Sauerstoff erlangt, indem wir unseren Sauerstoff nur erlauben, hier runter zu gehen. Ich könnte jetzt hier auch zumachen, aber ich denke, das ist ganz praktisch, wenn der ganze Kohlendioxid hier runter wandert. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. So. Das Problem hier übrigens mit Wasser ist, dass wenn der Waschzuber benutzt wird, seht ihr hier, schmutziges Wasser. Dieses schmutzige Wasser ist dreckig und macht aus Sauerstoff schmutzigen Sauerstoff. So, dieser verschmutzte Sauerstoff, der wird natürlich vom Schleim gefressen und dann verbreitet er sich. Und das ist scheiße. Da müssen wir halt gucken, wie wir damit zurechtkommen. Los, kommt schon, grabt ihn aus. Wir wissen, was sich dahinter verbirgt. Für eine Magie. Noch irgendwo Neutrium? Ich glaube nicht. Schade. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Das hier ist in der Nähe von unserer Basis. Problem an so Dingern, wenn sie in der Nähe der Basis sind, sie produzieren natürlich Hitze. Dadurch, dass wir uns hier runtergraben, lassen wir diese Hitze ja auch frei, ne? Also wenn wir uns jetzt mal Temperatur angucken. Oh, wir sind eigentlich noch ganz gut dabei. Wieso ist das hier so kalt? Wieso ist das hier so kalt? Muss irgendwas sein, was Kälte ausströmt. Hier haben wir eher neutrale Wärme, seht ihr das? Wir könnten sogar Glück haben. Hier sehen wir, dass die Wärme langsam ausbricht aus diesem Bereich. Sowas hier, wo haben wir da? Sowas hier lässt die Wärme halt in dem Bereich. Wenn wir sowas aufschlagen, dann kommt die Wärme auf jeden Fall durch. Und hier haben wir sowieso Wärme von 44 Grad, die wandert hier halt langsam rüber. Benötigt super duper schwere. Was? Och Mann, ich kann doch noch nicht graben. Brauch erst ein neues Level up. Shit. Okay, jetzt stehen die natürlich rum. Wissenschaft. Kümmern wir uns als... Was haben wir hier? Reduziert die... Ah, Temperatur. Das ist... Ah, da kommen wir aber noch nicht hin. Wir brauchen vorher das hier. Fortschrittliche Forschung. Denn damit können wir diese purpurnen Dinger entwickeln. Und das reduziert den Temperaturtransfer zwischen Wänden... Hält die Umgebungswärme in einem Gebiet. Das heißt, die Wärme kann nicht zu uns in die Basis kommen. Boah, jetzt habe ich Schluck auf. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch der Gastank eigentlich. Oh, jetzt habe ich drauf gedrückt. Scheiße. So. Weil wenn wir später Gase haben, die wir nicht möchten, können wir sie da reinpumpen. Also ich werde auf jeden Fall innerhalb dieses Streams, also nicht die, ja, heute, sondern innerhalb der nächsten Streams, warum chillt ihr hier, auch Experimente machen, die eventuell fehlschlagen und dazu führen, dass wir neu anfangen müssen. Aber ich werde mein Bestes tun, Fehler irgendwie zu reparieren. Es ist nicht einfach in diesem Spiel, Fehler irgendwie rückgängig zu machen oder irgendwie hinzubekommen, dass man trotzdem weiterlebt. Wir werden aber bis aufs Äußerste gehen, um unser Leben auszureizen. Klingt doch nach einem Deal, oder? Finde ich auch. So, was machen wir jetzt mit euch? Stimmt, die Gebäude. Wir brauchen eine neue Rationsbox. Und die packen wir. Packen wir erstmal da ein. Müsst ihr halt durch die Tür gehen. Muss ich hier gleich die Räumlichkeit ein bisschen erweitern. Machen wir das mal direkt so. So, zack. Das dürfte erstmal reichen. Wir müssen auf jeden Fall von diesem Kohlendioxid Abstand halten fürs Erste.
bis wir es wirklich brauchen. So, das hier machen wir weg. Zack. Dafür kommt Essbares hier rein. Und das hier zerlegen wir bitte, weil wir machen hier gleich einen geschlossenen Raum. Und graben dafür natürlich hier entlang. So, wie viele Algen haben wir noch? Knapp 2000 Kilogramm, das ist nicht wirklich viel. Das ist tatsächlich erschreckend wenig. Ich habe gerne lieber ein paar mehr Tonnen als zwei. 2 Tonnen hört sich wenig an, wirklich wenig. Ich meine, im Gegensatz zu zum Beispiel Sandstein, davon haben wir 41 Tonnen, meine ich, nicht 1000. Das ist schon um einiges mehr. Ich will herausfinden, was wir da haben. Wann seid ihr soweit mit eurem Level Up? Kann ich das hier irgendwo sehen? Oh. Oh, es ist noch so weit entfernt. Oh, ich will es wirklich herausfinden. Na gut. Was soll's. Okay, sie haben es auseinandergebaut. Perfekt. Das heißt, wir bauen jetzt hier, zack, und eine pneumatische Tür, die lässt Gase hindurch, so Sauerstoff, weißt du, damit die schön, ja, ein bisschen was bekommen. Ich muss gucken, wie ich das mache. Wir müssen früher oder später Gase irgendwie umleiten oder irgendwie Zwischenebenen machen, wo wir Strom produzieren, weil wenn wir jetzt mal auf die Temperatur gehen, seht ihr, es ist nicht leicht zu sehen, aber... Die Temperatur ist hier höher. 25 Grad ist hier schon. 23, 24, ja. Das Problem ist auch, seht ihr das? Unsere Leute stoßen auch Wärme ab. Das kann problematisch werden früh später. Umso mehr Leute man hat, umso wärmer wird es natürlich. Oh Gottes Willen, was war das denn? Fällt alles runter. Das Gute ist, wir haben später Möglichkeiten, die Umgebung abzukühlen. Aber so weit bin ich noch nie gekommen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich weiß noch nicht, wie ich das lösen werde. Aber wir werden das lösen. Wenn ihr Ideen habt, ne, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich euch so viel Information gegeben habe, beziehungsweise wir so weit gespielt haben, dass ich genauso weit bin, wie ich normalerweise komme. Und dann könnt ihr mithelfen und wir gucken gemeinsam, was wir machen. Dann können wir gerne gemeinsam noch Experimente machen. Wie wir zum Beispiel irgendwie an Sauerstoff kommen, an Algen kommen, bla bla bla. Wir können halt aus dem Schleim wirklich Algen ziehen, aber es ist nicht wirklich sonderlich viel. Und wir sind umzingelt von dem Scheiß. Und wir müssen an das Ganze kommen, an die Algen. Hier haben wir noch Algen, da haben wir noch Algen. Das ist aber nicht wirklich viel. Ich bin mehr gewohnt. Viel mehr. Also gut. Ja gut, dekorieren können wir brauchen. Hm. Also das Problem ist, die Eigenschaft des Maschinen ist erhöht. Da ist der hier besser. Er kann dekorieren und aufräumen. Die Frage ist, wollen wir jetzt schon einen vierten machen? Es ist relativ früh, sehr, sehr früh, einen vierten Mann mit reinzuschicken. Aber der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, weil die Maschinen erhöht sind und wir brauchen eigentlich jemanden, der Maschinen kann. Was sagt ihr, Leute? Wollen wir es versuchen? Es ist natürlich einer mehr, ein Maul mehr zu stopfen. Aber er könnte rein theoretisch alles versorgen über Nacht. Mehr zu sagen. Er verbraucht natürlich Sauerstoff. Wovon wir auch nicht unendlich haben, weil unsere Algen ja auch nicht wirklich viel sind. Dekorieren und aufräumen. Ich glaube, den nehme ich. Kann zwar nicht graben, aber muss er nicht. Ich nehme ihn mit rein.
Scheiß drauf. Ich habe ja extra schon 6 Betten gebaut. Das heißt, seine Prioritäten werden sein auf jeden Fall die Versorgung, die Lagerung, die Bedienung ganz hoch, die Kurieren hoch und aufräumen. So. Okay. Hosenkobold, willst du etwa derjenige sein, der hier die ganze Scheiße machen muss? Alles klar, Hosenkobold macht die Scheiße. So, Hosenkobold. So, jetzt braucht er allerdings einen neuen Zeitplan. Ich habe immer gerne 3, die auf einem Zeitplan sind. Das heißt, wir stecken ihn hier rein. Hosenkobold, so. Hosenkobold, du arbeitest für uns nachts. Zack, zack, zack. Zack. Das heißt, deine Freizeit wird sein, wenn die anderen schlafen. Nee, anders. Deine Arbeitszeit wird sein, wenn sie schlafen. Und wenn sie wach werden, dann hast du eine Stunde später Freizeit, darfst dann schlafen und dann stehst du da auf. Das ist dein Zeitplan. Richte dich daran. Weh, du machst das nicht, dann töte ich dich. So. Du kriegst natürlich von Anfang an direkt ein schönes Level-Up. Und weil wir dich als allererstes für Dekorationszwecke brauchen, leveln wir Dekoration auf. So. Aber das heißt, dass wir uns auch langsam, aber sicher darum kümmern müssen, dass jemand, ja, uns Essen macht. Am besten, Abbruch, kommen wir zum Häusle bauen. Wenn wir hier auf Raumoverlay gehen, sehen wir, das ist ein allgemeiner Raum, hat keinen Effekt, weil das hier noch nicht zu ist. So, wenn wir das jetzt zumachen, ich setze mal hier eine hohe Priorität. Und den greifen wir an. So, zack, machen wir kaputt das Ding. So. Dann haben wir hier ein Gebäude gebaut. Wir haben eine Baracke. Es gibt uns Moralbonus. Plus 1, es ist nicht viel, aber wenn wir es später mit dekorativen Dingen ausstatten, wird es noch mehr Moral geben. Aber das soll fürs Erste erstmal so sein. So, dann sehen wir auch, die Leute sind moralisch schon viel besser drauf. Ja, noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erstmal drin sein, wobei der eine hatte 3. So, und das Gleiche müssen wir hier mit der Nahrung machen. Ich mach mal hier ein kleines Acker. Damit wir auch ein bisschen Nahrung produzieren. Und auch hier müssen wir zumachen. So, da ich aber diesen Kohlenstoffdioxid bei mir nicht habe, Kohlendioxid nicht haben möchte, so ist richtig. Buddeln wir uns hier rein. Wir müssen hier auf jeden Fall zumachen. Eigentlich kann ich auch hier direkt zumachen, ne? Zerlegen wir mal das hier. Wir werden später diesen mittleren Bereich komplett zerlegen und anders bauen. Das hat sonst keinen Zweck, weil wir müssen hier Türen hinpacken und alles. Seht ihr? Und der kleine Hosenkobold, währenddessen alle anderen schlafen, läuft er hier durch die Gegend und gibt schon mal den Blaupausen die Materialien, die sie brauchen. So, wir haben hier sehr viel zu lagern. Wir müssen irgendwie noch eine Lagerstätte bekommen. Damit es ein bisschen aufgeräumter ist, vor allem hier dieser ganze Bereich. Hier liegt noch Erde rum und der ganze Scheiß. Der ist, muss aufgeräumt werden. So, damit es aufgeräumt werden kann, brauchen wir ein paar Lagerbehälter. Ich pack die mal hier oben hin. Fürs Erste dürfte das reichen. So, dann machen wir hier die Leiter kaputt. Das Gute ist, sie können tatsächlich einfach hochspringen. Und dann machen wir hier eine Tür hin. Und diese Tür können wir mit O einfach quersetzen. Und dann kann hier quasi kein Sauerstoff rausgehen. Kurz Priorität hoch, damit unser Sauerstoff nicht flöten geht. Wir wollen den natürlich hier unten behalten. Da kann sich das Kohlendioxid verbreiten, wie es will. Aber zur Not mache ich hier nochmal eine Tür hin. Damit es wirklich da bleibt, wo es bleiben soll. Ich will es nicht hier in diesem Bereich haben. Wir haben schon mehr als genug hier unten. Sieht zwar nicht viel aus, aber es wird viel nach einer Weile. Der steckt einfach mal in der Tür drin. So.
Sehr schön. Gut. Filtermaterial, Landwirt, Metallerz, nährstoffreiche Erde, organisch und Rohmaterial. Hier kommen dann noch Samen rein und dann ist das frei. Wir müssen später auf jeden Fall darauf achten, dass hier nicht die Landwirtschaft, sondern die Dekoration hoch ist. Ihr seht, da wo sie schlafen, ist verdammt rot. Das müssen wir ändern. In der Toilette ist mir doch scheißegal. Sollen die sich doch einscheißen, weil es so scheiße ist. So, sehr schön. Und dann könnt ihr tatsächlich hier mal aufmachen. Ein bisschen Kohlendioxid wird, wird natürlich austreten durch die ganze Scheiße, aber passiert. Und hier Samen, Mehlholzsamen. Die sind recht günstig, ne? Verbrauchen 10 Kilogramm Erde pro Zyklus, das heißt pro Tag. Also, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Und es gibt uns 600 Kilokalorien. Das ist wohl das Sparsamste, was man überhaupt machen kann. Da, Oxyfan. Das Atmosphäre lebt in Kohlendioxid und stößt, soweit ich weiß, O2 aus. Da, diese Pflanze wandelt CO2 in Sauerstoff um. Haben wir natürlich noch nicht, ne? Aber irgendwann werden wir sie haben. Und dann müssen wir sie hier unten platzieren, damit sie uns schön Sauerstoff produziert. Das ist der Plan. Aber bis dahin kann es dauern, weil wir diese Pflanze hier rausbekommen müssen. Wir müssen das drucken. Es ist Zufall, wann wir es bekommen. Aber wenn wir es bekommen, dann haben wir es. 21 Kilokalorien, das geht eigentlich noch. Ja, weil wir die ganze Zeit Tiere töten. Sind die Eier eigentlich schon geschlüpft? Weiß es nicht. Aber beginnen wir mit Dekoration. Zack. Das brauchen wir. Die Eier sind weg. Ach, wir haben sie hier natürlich reingelagert. Ha. Da haben wir... Da, Pip-Ei. 4 Kilogramm. Ja gut, dann werden sie gar nicht erst schlüpfen. Aber wir könnten ihre Eier später verarbeiten. Wenn sie denn lange haltbar sind. Irgendwann werden sie aufplatzen und dann liegen da nur noch Eierschalen, aber es geht theoretisch. So, nächster Punkt. Seht ihr diesen Zeiger? Das Plumpsklo muss bald entleert werden. Das machen wir jetzt am besten. Und es erzeugt Schmutzwasser. Wir müssen irgendwann dieses Schmutzwasser irgendwo hinleiten. Ich weiß noch nicht, wo das Schmutzwasser landen wird. Das ist eine schwere Frage. Also, wir haben auf jeden Fall noch Zeit, uns das zu überlegen. Eventuell hier irgendwo in der Ecke, wo es wirklich nicht stört. Weil hier ist ja sowieso verschmutztes Wasser, dann kippen wir da alles rein. Ah, ich glaube, das ist ein guter Plan. Soweit ich sehe, können wir auch hier einfach reinbuddeln. Weil hier ist der Schleim, der stört uns nicht, dann buddeln wir das hier auf. So, und dann kippen wir da alles rein. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Damit könnte ich leben. Lasst bloß nicht zu viel durch. Arbeitet so schnell ihr könnt. Stimmt, ich könnte die Priorität hier auf 6 setzen. Das heißt, sie werden zuerst bauen und dann graben. Das ist ein guter Plan. Wenn sie die Reihenfolge einhalten würden. So, unser Hosenkobold geht schlafen währenddessen. Sehr schön. Und in diesem Bereich fühle ich mich wohl. Wenn alles gut läuft. Gut, wir haben jetzt keinen Strom mehr, wird kein Sauerstoff produziert, aber wir können eine Weile lang durchhalten. Algen haben wir jetzt noch 2,5 Tonnen. Ja, meine Kamera im Weg ist und ich leider die Kamera nicht moven kann, aus irgendwelchen Gründen. Muss ich es euch so ansagen. Könntest du bitte ein Let's Play draus machen, weil das Spiel schon ziemlich nice ist? Ich hatte es vor, wie gesagt, aber wie... Es ist halt auch so... Ich komme momentan nicht allzu weit, als dass es sich lohnen würde, ne? Also ich würde irgendwann drauf gehen, dann müsste ich neu anfangen und pipapo. Ich glaube, dass es als Stream besser geeignet ist. Ich werde das hier, was wir hier machen übrigens,
auch nächsten Samstag als Wiederholung bringen. Das heißt, ihr könnt alles im Nachhinein anschauen und das ist dann quasi wie ein Let's Play. Ich denke, das ist ein guter Deal, oder? So. Tageswechsel. Oder? Arbeitszeit, das ist die normale Arbeitszeit. Gucken wir mal ganz kurz an, was wir bisher erreicht haben. Renovierung im Umland. Baue ein Gebäude außerhalb des ursprünglichen Startbioms. Hier können wir übrigens ansehen, was wir bisher geleistet haben. Ist immer ganz lustig zu sehen, wie sich alles entwickelt. Ganz groß geworden. Ganz großes Kino. So. Hier können wir auch alles angucken, wie unsere Produktion ist. Gesamter produzierter Sauerstoff. Sieht momentan ganz gut aus. Kalorienerzeugung, das ist eigentlich unwichtig am Anfang. Wir brauchen keine kontinuierliche Erzeugung momentan. Läuft alles ganz gut. Durchschnittliche produktive Leistung, ja. Nimmt ein bisschen ab und wieder zu. Strom, Kalorienverbrauch, Sauerstoffverbrauch. Da seht ihr, es war alles normal. Und ab hier, ab dem 8. Zyklus, haben wir einen neuen dazu geholt. Zack, ist der Verbrauch nach oben gestiegen. 5 Duplikanten. Ist einer gestorben, ohne dass ich es gemerkt habe? Also 3. Wieso hatten wir kurz 5 Duplikanten? Wieso hatten wir... Alles klar. Naja, hier gibt es auf jeden Fall eine gute Statistik. So, schön weiterbauen, schön weiterbauen. So, noch mehr Pflanzen anbauen. Früher habe ich den Fehler gemacht und habe das hier gebaut. Das Problem ist, der verbraucht halt 20 Kilogramm Wasser pro Zyklus. Mein Wasser ist so schnell leer gegangen. Solange wir keinen Wasserüberschuss produzieren, können wir diese Dornen nicht bauen. Erst wenn wir Wasserüberschuss produzieren, können wir uns darum kümmern. So, alles schön voller Mehlholzsamen. Allein wenn sie gewachsen sind und ihren Samen ausspucken, kriegen wir schon Kilokalorien. Das heißt, das könnte eigentlich schon reichen, um unsere jetzige Siedlung zu versorgen. Muss halt hier nur alles mal fertig gemacht werden. Und wann kommt das Level up? Ich will wissen, was das für ein Geysir ist. Oh, noch ein Drittel. Noch ein Drittel. Oh. Und guck, wie er das... Hosenkobold. Aufräumen. Macht er hier sauber. Priorität. 6. Aufräumen, Junge. Aufräumen. Wir können hier übrigens einstellen, ab wann er in die Gänge schalten soll. Wenn wir nur noch in der Batterie 15% haben, fängt er an, hier wieder Strom zu erzeugen. Das habe ich vergessen am Anfang. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Schritt, weil ansonsten werden sie jedes Mal da ins Hamsterrad laufen und Strom produzieren. Und dann tun sie nichts Produktives. So, jetzt wird es Zeit, ein bisschen dem Typen die Arbeit zu erleichtern, indem wir hier eine Lagerung hin platzieren. Und da wird quasi alles, was er für die Landwirtschaft braucht, platziert. Erde. Momentan ist es nur Erde. Also werden wir da nur Erde reinschmeißen. Später wird es noch ein bisschen mehr sein. Aber erstmal wird das reichen. Jetzt holt er da die Samen raus. Ganz genau, schön aufräumen. Und den hier töten wir mal bitte. Könnten ein bisschen Fleisch gebrauchen. Jetzt laufen die hier auch rum. Das Problem ist, die fressen halt Sandstein. Und die fressen eigentlich alles Mögliche. Wir können uns den Hedge mal angucken. Ernährung. Guckt euch das an. Der frisst einfach alles weg. Deswegen muss er in einer kontrollierten Umgebung sein. Und er scheidet Kohle aus. Was natürlich ein geiler Faktor ist, ne? Dass er Kohle ausscheidet. Aber wenn er uns alles wegfrisst, ist halt Kacke. Wir brauchen halt etwas, das nachhaltig ist, was wir ihm zu essen geben können. Wie zum Beispiel Mehlholz. Aber Mehlholz verbraucht ja auch Erde. Ist immer so eine Sache, ne? Frage ist natürlich, wie viel er frisst an Erde.
Erde. Ja, das kann man nicht sehen. Kann man sehen, wie viel der frisst, der Junge? Nein. Es gibt natürlich verschiedene Sorten. Die meisten spucken auch was anderes aus. Der hier spuckt gar nichts aus. Doch, Ausscheidung. Kupfer, Eisen, Aluminium, Gold, Wolfram. Das ist natürlich cool. Aber ein Metall-Hatchling braucht halt gewisse Sachen, um ja, sowas auszuscheiden. Hilfspaket! Ein Hatchling zum Töten! Ah, gut. Was soll's. Gib mir den Hatchling, den töte ich direkt. Komm. Gib mir das Fleisch. Scheiß auf dich, Junge. Ich brauche dich nicht. Ich möchte lieber forschen. So, bildende Kunst. Würde ich gerne machen. Allerdings müssen wir das aufrüsten. Gucken wir, ob es noch was Wichtigeres gibt als bildende Kunst. Lässt Flüssigkeiten und Gase durch. Das andere haben wir, glaube ich, schon, ne? Wo haben wir dann? Es gab eins, das nur Gase durchlässt. Und das brauche ich eigentlich. Da, wir haben es schon. Okay, das muss ich gleich bauen. Darf ich nicht vergessen. Da, das brauchen wir noch ganz dringend. Lufterfrischer. Um der Seuche Herr zu werden. Aber, ja, wir haben natürlich Probleme. Wir müssen jetzt noch mehr bauen. Frage ist, ob wir genug Strom haben. Schauen wir mal. Also gut. Strom. Wir gucken uns mal den Stromkreislauf an. Energie. Wir können insgesamt 10 speichern. Ne, 20. 20 Kilojoule können wir speichern. Die maximale sichere Wattzahl ist 1000 Watt. Das heißt, wir dürfen nicht mehr als 1000 Watt verbrauchen. Energieverbrauch ist momentan ja, recht übersichtlich. Ganz gut. Moin Gaming, herzlich willkommen zurück. 300, 420 verbrauchen wir derzeit. Wir müssen aber eine neue Station bauen. Und zwar den Supercomputer. Und der verbraucht 120. Das ist okay. Ist okay. Das Problem ist jetzt, habe ich hier natürlich alles vollgebaut. Da packen wir ihn erstmal hier hin, das passt schon. Und dann nehmen wir einfach ein Kabel. Und damit es nicht hässlich aussieht, gehen wir hier durch. Er hat ja da ein bisschen Sauerstoff, ne? Also, das schafft er schon. Ich baue doch schon eine Forschungsstation. Guck doch hier. Oh, Attributerhöhung. Verarscht er mich gerade? Wir haben keine Attributerhöhung. Der verarscht mich. Die sind noch meilenweit davon entfernt. So. Sollen die erstmal fröhlich vor sich hinbauen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir das hier aufdecken können. Ich hoffe. Drückt mir die Daumen, dass das hier Wasser ist. Wenn das Wasser ist, bin ich so glücklich. Bericht für Zyklus 12 bereit. Guckt euch den Penner an hier. Wie er mein Sauerstoff einatmet. Dreckiger Halunke. Seht ihr das, wie diese Wolke an Sauerstoff in ihn reinzieht? Schmarotzer nenne ich das. Schmarotzer. Wenn wir ein Pufflet hätten, wäre das auch ganz cool. Aber ich glaube, noch haben wir keinen verschmutzten Sauerstoff hier. Nee, sieht gut aus. Kohlendioxid. Ah. Na gut, verschmutzten Sauerstoff sieht man auch nicht. Kann man, glaube ich, anhand der Keime erkennen. Auch nicht. Naja, er ist grünlich. Mehr muss man nicht wissen. Genau, bau das mal auf. Da kommt dann Landwirtschaft. Was? Nein. Nährstoffreiche Erde. Erde kommt da rein. Und die Priorität setzen wir hier auf 6. Dass sie das immer schön vollfüllen. Und dann... Ach, wir haben keinen Mehlholzsamen mehr. Kriegen wir aber noch hin. Kriegen wir automatisch hier. Also, das dürfte gar kein Problem sein. Hier haben wir auch eine Dämmerkappe. Die ist wirklich schwer zu machen.
Aber sie lebt halt in der Kohlendioxidatmosphäre. Ist eigentlich ganz gut. Ich meine, sie lebt da, aber ich glaube, sie produziert kein irgendwas. Unzureichende Sauerstoffproduktion? What? Sieht doch gut aus. Okay, wir müssen diese Tür hier setzen. Das Problem ist, dass sie hier keinen Sauerstoff haben und deswegen sagt er mir unzureichend. Vielleicht ist das auch, weil sie mehr Sauerstoff verbrauchen als produzieren. Das kann auch sein. Aber es kann auch daran liegen, dass hier halt ein Überdruck ist. Und da sammelt sich die Erde an. Perfekt. Oh, stimmt. Wir brauchen das nächste Level up auf jeden Fall. Aber das müsste jetzt bald kommen. Ja, es steht kurz bevor. Da. Soos. Und dann müssen wir das hier machen. Damit wir weiterentwickeln können. Um dann quasi, den Rest zu bauen, den wir benötigen. So, jetzt bauen wir hier eine pneumatische Tür hin. Und die wird dafür sichern, dass hier quasi Sauerstoff reinkommt. So, und wenn wir schon mal dabei sind, durchlässige Ziegel packen wir mal dahin. Ah, hier oben brauchen wir eigentlich nicht. Hier kann der das Kohlendioxid dann nach unten wandern. Weil hier ist es sonst eingesperrt. Es wandert natürlich auch hier entlang, aber sehr, sehr langsam. Es sammelt sich halt hier in der Mitte. Wie man sieht. Und so läuft es langsam. Langsam, aber sicher. Sehr schön. Und wie ihr seht, jetzt haben wir eine lange Wartezeit, wo einfach nur Dinge passieren, wo ich nichts machen muss. Und darum ist es halt nicht für das Let's Play geeignet. So, Forschung, mein Freund. Ihr seht, Moral ist bei 4 und Moralbedürfnis bei 2. Können wir auch sehen, grässliche Mahlzeit, minus 1. Dekor des letzten Zyklus, hässlich. Das heißt, ja, wenn er in einem Zyklus ein schönes Dekor hatte, dann freut er sich. Und darauf müssen wir halt später achten. So, apropos Dekor. Eine Skulptur können wir schon mal dahin backen, ne? Dann nehmen wir... Aber die verbraucht auch wieder was. Wie viel verbrauchst du? 10 Watt. Aber er produziert auch Wärme. Das ist das Problem. Aber das Gute ist, wenn wir sie irgendwo platzieren, wo gearbeitet wird, dann arbeiten sie schneller. Das sind halt praktische Dinge. Okay. Die Skulptur wird uns schon mal vorantreiben. Kilokalorien sieht auch nicht gut aus. Mehlaus haben wir gerade 1200. Ja gut, uns fehlen auch viele, ne? Ja, komm. Wir haben wieder eine mehr. Level up! So, Bruder. Mein Bruder. Verbesserte Tragefähigkeit. So. Jetzt muss nur noch der kommen mit dem Graben. Kurz mal prüfen, wie es hier aussieht. Ja, von da kommt die Wärme rein. Da müssen wir uns auf jeden Fall sehr bald darum kümmern, dass wir diese neuen Ziegel hier hinbauen, damit die Wärme nicht durchkommt. Ich will da unten hin. Du sieh zu, Mädel. Walker, reiß dich zusammen. Krieg dein verdammtes Level ab. Da, jetzt ist er am Supercomputer. Fähigkeitspunkt erworben. Ja, nice. So. Super schweres Graben. Und übrigens, wann die Maschine wieder bereit ist, seht ihr hier an diesem Anzeiger. Wenn der voll ist, dann können wir uns wieder was aussuchen und drucken. Das heißt, du kannst quasi alles hier schon sehen. Der baut gerade seine Skulptur und freut sich einen Keks. Hier werden wir ein paar Bilderchen ranhängen. Und das passt schon. Ich glaube, die Bilder kann man einfach so in die Luft hängen. Müsste endlich funktionieren. Ich glaube, man kann keine hintere Wand bauen. Lauf, Mädel.
Sag mal, du bist doch so weit. Los, Priorität. Grab dich da runter gefälligst. Zeig uns, was du drauf hast. Zeig uns, was da unten ist. Das Gute ist, wenn der Geysir blockiert ist, dann spuckt er halt nichts aus. Die Frage ist nur, legen wir ihn frei in dem, was wir hier gerade machen? Das weiß ich nämlich nicht. Da bin ich noch zu noobig. Aber aus Fehlern lernt man bekannterweise, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir aus dem vielleicht irgendwas zusammenschustern können. Wir müssen halt nur auf die Wärmeproduktion achten. Sag mal, wolltest du hier nicht graben? Walker. Hey, Walker. Ja, du bist hungrig, das ist mir klar, aber... Was zum Teufel machst du da? Er produziert Strom! Graben! Okay, Prioritäten. Walker, was ist mit dir los? Graben und bauen ist ganz oben. Aufräumen ist... Benötigt super duper schweres Graben. Willst du mich verarschen? Obsidian. Obsidian. Ach, scheiße. Das ist kacke. Scheiße. Da ist Obsidian im Weg. Oh, ich habe auch so ein Pech. Ich habe auch so ein Pech. Ja gut, wir müssen noch mal besser werden im Graben. Noch einen. Shit. Oh, und hier muss... Oh. Oh je. Ja, jetzt kommen langsam die Probleme. Wir müssen auch hier mal wieder desinfizieren. So, machen wir den Scheiß hier sauber. Und dann auf jeden Fall die Leerung beantragen. Okay, wir müssen langsam beginnen, unsere Basis weiter auszubauen. Das ist bisher schon ganz gut, ist noch übersichtlich. Och, was wird das denn, ein Herz? Abstrakte Skulptur, primitiv. Aber gucken wir mal, ob sie was gebracht hat. Ist sie noch nicht fertig? Gesamter Dekorationswert minus 16,5. Der ist, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Ich glaube, der ist noch nicht fertig. Ach, gesamter Dekorationswert 11. Ah, im ganzen Raum, alles klar. Kannst du nicht drum herumbuddeln? Paul Richard... Ich könnte rein theoretisch hier entlang gehen. Hier, hier, hier. Aber das Problem ist, ich muss diesen Bereich hier freistellen, damit der nicht aktiv wird. Das hier muss aufgebuddelt werden. Damit ich reingucken kann, was es ist. Aber ich komme da, glaube ich, nicht hin. Eventuell, ich kann es probieren. Komm, wir probieren es mal. Wir buddeln uns mal hier runter. Und graben das hier auf. Vielleicht funktioniert es. Wenn es funktioniert, bin ich glücklich. Wer es probieren, können wir es nicht. Da geht ihm schon der Sauerstoff leer, oder was? Ne, er macht sauber. Sind's bauen! Los, Walker! Mach es! Tu es! Tu es für dein Team! Okay, da kommt er schon mal an. Ist gut. Ah, kein Sauerstoff mehr. Junge, besorg dir mal auch größere Lungen. Was ist los mit dir? Oh, 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 oh. Ich kann es noch nicht sehen. Oh, das könnte funktionieren. Nein! Mach doch jetzt keine Pause. Es ist gerade so spannend. Scheiße. Komm, 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 komm. Undichte Ölspalte. Wir haben Öl gefunden. Wir haben fucking Öl gefunden. What? Okay, mit Öl können wir Energie produzieren. Das ist ja crazy. Überdruck. Seht ihr Überdruck? Er kann nicht arbeiten, weil hier zu viel, zu viel Zeug ist. Er hat halt Überdruck.
So, ich kann quasi analysieren, aber ich weiß nicht, ob er. Ich glaube, er muss ganz nah rankommen zum Analysieren. Mal gucken wir mal, was der so Schönes kann. Undichte Ölspalte. Ein Riss, der periodisch mit kochendem Rohöl ausbricht. Hitze. Geysire und Fumarolen stoßen in variablen Abständen Elemente aus, die eine nachhaltige, wenn auch meist geringe Menge an Material liefern. Die variablen Faktoren eines Geysirs sind Emissionstemperatur, Emissionsmasse, Zykluslänge, Dauer der Ruhezeit, Ausstoß von Krankheiten. Ausstoß von Krankheiten. Dankeschön. Genau das, was ich brauche. Mehr Krankheiten. Scheiße, Mann. Ah. Jetzt ist hier ein bisschen bei mir die Sonne im Weg. Ich sehe nicht wirklich viel. Finden wir hier irgendwo noch Neutrium? Wir können natürlich da unten noch graben, ne? Und gucken, was wir da haben. Öl ist natürlich eine nice Sache, ne? Das Problem ist, wir brauchen natürlich eine Menge Öl, um eine Menge Energie herzustellen. Das heißt, eventuell wird uns diese kleine Menge nicht wirklich aushelfen. Aber wir können hier mal reingucken als nächstes. Wenn sie es schaffen, so lange die Luft anzuhalten. Weil Mr. Obsidian. Ja, ich warte, glaube ich, ab, bis wir Stufe 3 haben und dann buddel ich mich runter. Das drumherum graben ist natürlich nice. Aber es wäre besser, direkt reinzugraben. Aber an sich. Okay, erzeugt Rohöl 337 Gramm die Sekunde. Ja, ist okay. Gucken wir mal, was wir damit anfangen. Das ist für mich Neuland, dass ich ein Ölgeysir habe. Gucken wir, was wir damit anfangen können. Ich bin mir nicht sicher. Dekoration? Es gibt mir plus 10 Dekoration? Das ist geil. Was? Eruptionsperiode 600 Sekunden. Alle 600 Sekunden. Das ist nice. Aber wir müssen halt das Ding erstmal analysieren, um genaueres herauszufinden. Wie viele Pausen es einlegt, wie lange diese Pausen sind und so weiter und so fort. Aber an sich schon mal ein guter Fund. Ein guter Fund. Ist akzeptabel. Was wir damit anfangen werden, das werden wir noch sehen. So, Schmutzwurzel. Athletik, Maschinen, Versorgung, Schutzanzug, ja, okay, ist okay. Holen wir uns die zusätzlichen Kalorien. Können auf jeden Fall nicht schaden. Hier nochmal was einpflanzen. Alles klar. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Rein theoretisch müsste denn der Boden hier sein. So, wir machen uns mal unser Wassergedöns hier fertig. Hier kann ich aber nicht rüberbauen, ne? Nein. Schade. Dann müssen wir für den Moment mit Leitern arbeiten. Machen wir das mal so. Dann könnt ihr hier alles aufgraben. Dann bauen wir hier die Ziegel aus. So. Und dann werden wir das Wasser so. Ach cool, der ist fertig. Werden wir das Wasser hier durchführen, indem wir hier Leitern bauen erstmal. Und hier abbrechen. Dann werden wir nämlich eine Leiter hier nach oben bauen. Und uns einfach das Wasser snacken. Ganz easy. So, machen wir erstmal so. Wollte graben. Hallo. Machen wir erstmal so. Wir machen noch keinen Durchbruch. Ich möchte vorerst. Das ist natürlich ein Problem. Ich habe eine Idee. Wir graben uns hier durch. Graben uns dann hier runter. Gut, wir werden ein bisschen Chlor freigeben. Ah, das ist okay. Das ist okay, damit kann ich leben. Wir müssen aber hier eine Leiter runterbauen.
So, dann gehen wir hier nämlich lang, gehen hier runter, schließen diesen Punkt, damit das Chlor nicht mehr zu uns kommt. Das Problem ist, wir müssen halt das Ding hier beseitigen. Ein bisschen Chlor in der Atmosphäre ist nicht so schlimm. Damit kann ich leben, das können wir später auch abpumpen. Aber ich möchte nicht, dass zu viel... Es ist wirklich wenig, was hier ist. Also es ist nicht viel. Und der Druck ist bei knapp 900. Und wir haben hier einen Druck von... auch neu... ja, wohl... oh, ein bisschen niedrig, der Druck. Also es sieht so aus, der größere Druck strömt in den kleineren Druck. Ne? Das heißt, wenn der Druck hier höher ist als 900, dann wird alles hier runterfließen. Also der ganze Sauerstoff, pipapo. Das ist nicht so schlimm, wir können Neues produzieren. Nur ich will eigentlich kein Chlor in meiner Atmosphäre haben. Das ist so das Geringste, was ich möchte. Aber ist okay. Forschung! So, Lufterfrischer bitte. Damit kommen wir weiter. Stück für Stück arbeiten wir uns voran. Früher oder später werden wir die Toiletten und so weiter ersetzen gegen moderne. Aber vorher müssen wir diesen dreckigen Speicher bauen. Dafür werden wir erstmal hier eine Luftmannschleuse bauen, damit das Kohlendioxid erstmal da bleibt. Dann buddeln wir uns hier durch, machen den Bereich hier frei und machen dann hier unsere Drecksplattform hin. Kann da der ganze Dreck abfließen, wie er will. Und dann können wir ihn hier auch direkt reinigen. Erzeugt natürlich auch wieder Wärme. Wie alles hier. Alles erzeugt Wärme. Guckt euch das an, es wird immer oranger. Mittlerweile... vor allem hier 27 Grad. Fangen da schon an zu schwitzen. Ich weiß gar nicht, ob Schwitzen, ob die Wärme quasi, wenn es wärmer ist, mehr Kalorien verbraucht werden. Sie also schneller hungrig werden. Das weiß ich nicht. Das müssen wir dann irgendwann schmerzhaft wahrscheinlich herausfinden. Wer ist gestresst? Bruder ist gestresst? Wovon bist du denn gestresst, Junge? Was macht unser Bruder? Oh, er räumt auf. Oh, sei nicht so gestresst. Er ist gestresst, weil er da nicht rauskommt. Er hat gerade in unser Frischwasser gepinkelt. Wieso pinkelst du in unser Frischwasser? Und jetzt pennt er da. Jetzt erstickt. Oh Gott, er ist am Ersticken. Alarm, Alarm, alle aufwachen. Die ignorieren ihre Bedürfnisse. Oh. Okay. Problem. Er hat in unser Trinkwasser gepinkelt. Lebensmittelvergiftung. 1475 Keime. Ach, Scheiße. Ich kann versuchen, es loszuwerden. Kann aber nichts versprechen. Aber er ist noch am Leben, Leute. Er ist noch am Leben. Solche Fehler mache ich ständig. Gucken wir uns mal die Keime an. Ah, das schöne Wasser. Oh, Bruder. Bruder, was machst du? Scheiße. Wischt mal den Scheiß hier auf. Unser Wasser ist jetzt verseucht. Die Keime gehen hoch. War doch nur der Mittelstrahl. Ah, nein. Da pinkelt er ernsthaft in unser Wasser. Wie werden wir jetzt dieses Problem los? Ausgerechnet da muss er hinpinkeln. Ja, die Keime gehen runter. Die Keime gehen runter. Alles klar. Keime sterben langsam ab. Wir könnten das Wasser erhitzen, dann würden die Keime sofort absterben. Aber das würde halt auch unseren Tod bedeuten.
Ich hab dich da nicht eingesperrt. Du hast... Bruder, zu meiner Verteidigung. Du bist hier reingegangen und hast hinter dir das Ding hier aufgebaut. Ja? Du hast dich selber eingesperrt. Oder Walter war das. Walker. Walker kann dich auch eingesperrt haben. Das kann auch sein. Aber ich war es nicht. Ich habe es nicht provoziert. Ja, die Keime gehen runter. Alles klar. Nee, alles gut. Die Keime gehen runter. Ich werde das Wasser da oben erst durchlassen, wenn wir die Keime losgeworden sind. Wir haben hier die Kontrolle. Deswegen habe ich hier auch noch nicht aufgemacht. Wir haben die Kontrolle. Alles gut. Alles ist in Ordnung. Wir sind auch nur noch bei 1900 Keime. Das geht so schnell runter. Warme Arbeitswahn. Ja gut, es hat sich jetzt komplett hier verbreitet. Also hier steigen die Keime. Und hier sinken die. Müssen wir gucken. Vielleicht werde ich das Wasser kurz erwärmen müssen, damit die Keime absterben. Hey, Mr. Hedge, dich habe ich gesehen. Versteck dich nicht. Puh. Wir kriegen das hin. Dieses Problem kriegen wir in den Griff. Ich habe vollstes Vertrauen in unser Team. Ja. Die werden natürlich jetzt die Keime überall hintragen, ne? Vor allem, wir waschen uns die Hände mit diesen Keimen. Wasserfilter. Wir haben momentan nicht viele Möglichkeiten. Wir können, wie gesagt, die Flüssigkeit in einen warmen Bereich einführen. Und sie dann dadurch erhitzen. Aber dann würden wir die Hitze in unsere Basis lenken. Also ich würde sagen, wir leben mit der Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, dass die Keime sich hier nicht weiterentwickeln. Wir müssen das einmal beobachten. Wenn die Keime, die Lebensmittelvergiftung, sich steigert, dann machen wir nichts. Wenn sie langsam sinkt, verdünnen wir sie mit sauberem Wasser. 1,2 zu 1,8. Okay, 1,2 zu 1,8. Weil wenn wir es verdünnen, dann sterben die Bakterien schneller aus. Weil bisher haben wir tatsächlich nur einen Luftfilter. Und es gibt auch... Ich glaube unter Strom. Nee, das war nicht unter Strom. Wenn wir mal in die Forschungsabteilung gehen, gibt es da tatsächlich etwas, das wir bauen können. Flüssigkeitsfilter. Erzeugt sauberes Wasser aus verschmutztem Wasser unter Verwendung von Sand. Erzeugt schmutzige Erde. Das wäre eine Option. Allerdings werde ich den wahrscheinlich nur für das braune Wasser einsetzen. Weil, wenn wir da unten noch irgendwo ein Wassergeysir haben, der spuckt ja ultraheißes Wasser aus. Wenn wir das mit dem unseren zusammenmischen, sterben die Keime ab. Dann müssen wir es halt nur noch abkühlen, das Wasser. Wie? Das weiß ich selber noch nicht. Denkt drüber nach, Leute. Wir haben ja jetzt noch knapp eine Stunde Zeit. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit. Das sind eure Hausaufgaben. Bis nächste Woche habt ihr dann Zeit, zu überlegen, wie wir Wasser abkühlen können. Ich meine, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr kennt sie halt noch nicht. Weil wir hier, glaube ich, noch kein Kältebiom gefunden haben. Aber es gibt ein Kältebiom. Wir können es dadurch umleiten. Zum Beispiel. Wir können... Es gibt auch, guck mal hier, Schnee. Da ist das Kältebiom. Wenn das hier zum Beispiel ein Wassergeysir ist, können wir dieses Wasser, das ultra heiß ist, einfach direkt da einführen. Das wäre ideal. Das wäre perfekt. Wir können natürlich selber diese... Da sind Pflanzen, die... In diesem Bereich gibt es Pflanzen, die Atmosphäre einsaugen und Kälte rauslassen. Die können wir quasi auch bauen. Ist nur nicht so effektiv. Aber Fakt ist, wir müssen irgendwann uns um das Problem kümmern, Wasser abzukühlen. Ohne großartig unsere, unser Dasein zu vernichten.
Leute, Strom, Priorität 7, bitte. Wir brauchen Sauerstoff. Ich versuche erstmal bei diesem einen Sauerstoffdiffusor zu bleiben. Indem ich halt Bereiche abriegle, die keinen Sauerstoff brauchen. Wie zum Beispiel hier, Zero. Aber das können wir ja nicht machen. Wir brauchen diesen Bereich noch. Wir können es später da eine Tür backen. Dann ist das halt so. Ach stimmt, wir haben hier noch keine Leiter gebaut, ne? Ich muss auf jeden Fall erstmal hier den Bereich erhöhen. Damit wir hier mehr Volumen fassen können. Weil hier ist natürlich eine Menge Volumen, das dann hier runter geht. Ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Platz schaffen. Deswegen mache ich den ganzen Kram. Eventuell wird später das Ding hier ungefähr so groß. Und da werden wir dann unser Frischwasser speichern. Also das frische Wasser, was komplett abgekühlt ist. Und desinfiziert. So, 1,1 zu 1,7. Es wird weniger, wir können es verdünnen. Wenn wir dieses Wasser verdünnen, dann wird die Lebensmittelvergiftung auf jeden Fall runtergehen. Ja, vielleicht gleicht sie sich auch raus, ich weiß es nicht. Was jammerst du mich voll? Vibriert die ganze Zeit meine Uhr, ohne dass irgendwas passiert ist. Was ist passiert? Was zu alles passiert? Okay. Abschließen. Scheiße. Da war bröckelnde Erde, die ist runtergefallen. Ich fass das nicht. Ah, nein. Ah. Scheiße. Kann jemand bitte die Tür abschließen? Damit da keiner durchgeht, weil sobald da jemand durchgeht, wird das Wasser uns Probleme schaffen. Und das hier ist schon schlimm genug, dass wir hier Wasser verloren haben. Scheiße, Mann. Du sollst die verdammte Tür zumachen. Geh da hinten durch. Priorität 9. Komm, mach die Tür zu, währenddessen der da arbeitet. Der hat's verdient. Da geht der Nächste durch. Kann mal irgendjemand diese Tür schließen? So, Hosenkobold. Du hast die fucking Bedienung. Ich glaube mittlerweile ist es ist gegessen. Jetzt braucht es auch nicht mehr. Es ist gegessen. Aber wir haben 9 Level up. So, Hosenkobold. Ästhetisch dekorieren. Du machst das schon. Scheiße, Mann. Das schöne Wasser. Ich meine, es ist wirklich nicht viel. Wir können das in die Länge ziehen und dann aufräumen. Also hier, wo... Jetzt ist hier 1,5. Achso, ja klar, hier kommt das Frischwasser raus. Es wird weniger, also. Wir haben jetzt nicht mehr so viel. Sie sind natürlich verdünnt, ne? Klar. Ach, scheiße, Mann. Oh nein, das Wasser wird hier runterfließen. Verdammt. Wir müssen das abbrechen. Oh nein, Leute. Ich krieg die Krise. Okay, wir müssen das hier zerlegen. Ah, das war doch nicht geplant. So, das ist zerlegt. Machen wir hier eine Leiter hoch. Und machen hier zu. Wir machen hier zu. Dankeschön. Und die Priorität davon beträgt 8. Mach zu, dass das verdammte Wasser da bleibt. Sehr schön. Oh, jetzt spritzt das hier noch rüber. Oh, Gottes Willen. Houston, wir haben ein Problem. Ein bisschen Wasser ist da noch.
Kacke. Ja, sind wir noch bei 1000 Keimen. Ich meine, es ist natürlich eine mehr Masse, klar. Die verteilen sich jetzt auf mehr Masse. Aber pro Kubikmeter wird sich das schneller halt ja, neutralisieren. Da tropft das immer noch runter. Ich fasse das nicht. Oh, Dornbeere. Ja, wir haben eigentlich gut. Ja, wir essen haben wir eigentlich gut. Ja. Wir bräuchten eigentlich schon mehr einen Kühlschrank. Aber das verbraucht alles Strom, was wir noch nicht von alleine erzeugen können. Deswegen gucken wir uns mal die nächste Forschung an. Was ist noch wichtig? Toiletten. Und ein Waschbecken kriegen wir dazu. Okay, folgender Plan, Leute. Wischt das auf. Oh. Genau, schön Wischiwaschi machen. Ist mir egal, ob das kalt ist. Sieht es jetzt aus mit der Temperatur? Das hat natürlich die Temperatur ein bisschen beeinflusst. Ja, geht eigentlich. Und das Wasser ist gesichert. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr. So. Ich sehe noch keine Änderung der Keime. Aber die müssten eigentlich runtergehen. Hoffen wir es mal. Ich weiß nicht, kann ich Klima. Wir haben eine Raumheizung, strahlt eine moderate Wärme ab. Können wir sie hier unten hinstellen? Oder wird sie unter Wasser nicht funktionieren? Das ist die Frage. Sollen wir es probieren? Es wird uns natürlich eine Menge Strom kosten. Was zur Hölle ist da vergammelt? Ah, ach, guck mal, Rosei. Die Eier sind geschlüpft. Geschlüpft. Sie sind gestorben. Na gut, das hier müssen wir auch noch nicht aufwischen. Passt schon. Stattdessen werden wir hier mal Leiter rüberbauen, die wir dann später vernichten werden. Na gut, dann müssen wir damit leben, dass da erstmal etwas ist. Wir müssen uns halt hier runtergraben. Das Ding entfernen, da was platzieren, dann können wir das hier aufgraben. Das ist eine Scheiße, ja? Damit müssen wir jetzt leben. Ist auch überall Wasser. Das war doch nicht der Plan, Leute. Das war doch nicht der Plan. Haltet euch an den Plan. Sie können halt nicht mitdenken, ne? Wenn sie sehen, okay, ich soll da graben, ja, dann grabe ich da halt. Ach, guck mal, da kommt Wasser raus. Hm. Das fließt jetzt in unser verseuchtes Wasser. Hm. Ja, shit happens, ne? Oh, scheiße, Mann. Okay. Wir machen hier schon mal den hin. Dann können wir hier nämlich auch alles abbauen. Shit happens. Aber sowas wird immer und immer und immer und immer wieder passieren, dass wir auf Dinge stoßen, die uns ziemlich in den Arsch treten. Der kommt da gar nicht mit. Alge haben wir immer noch mehr als genug. Perfekt. Ein neuer Tag. Die Welt steht still. Ein neuer. Oh, Atmosphäre, verschmutzter Sauerstoff. Kohlendioxid, Chlorgas, Wasserstoff. Das ist gut. Da müssen wir mal hin und das Ding snacken. Da haben wir auch ein Billsleaf. Oh, so viele! Oh, so viele überall. Ich hab die gerade erst gesehen. Wie cool. Ah. Ich meine, wir haben hier natürlich Wasser ohne Ende, ne? Aber ist alles verschmutzt. Ist alles Dreck. Jetzt müssen wir alles umleiten in unser Dreckreservoir, das wir bauen möchten. Stimmt, und jetzt dieses Wasserproblem, was wir hatten, das hat mich jetzt total abgelenkt. So. Die Keime, die befinden sich wo genau? Da. Das heißt, wir bauen einfach hier entlang. So. Machen wir erstmal so, ne?
Solange wir die Keime nicht rauslassen, ist alles gut. Ja, das ist kacke, aber... Werden wir überleben. Und dann buddeln wir das hier alles auf. Okay, ist nachher alles gut. Kurz Angst gehabt. Dass wir zufälligerweise auf Schleim stoßen könnten. Es wird passieren, Leute. Es wird passieren, dass ich irgendwann aus Versehen Schleim aufgrabe. Oder dass wir uns aufmachen in dieses Biom, um die Ressourcen wie Alge rauszufiltern. Und dann stehen wir vor dem Problem, damit umzugehen. Ich habe schon eine Lösung, aber es ist eine verdammt lange. Mal gucken. Ist doch lustig. Ja, natürlich ist es lustig, aber es wirft die Kolonie zurück mit den Plänen. Jedes Problem wirft die Kolonie zurück. Und das wiederum verbraucht Ressourcen. Ressourcen, die wir brauchen. Und wir kommen erst an neue Ressourcen ran, wenn wir durch die Alge kommen. Das Gute ist, hier ist Map-Ende. Genauso wie hier Map-Ende ist. Aber hier ist noch ein Riesenteil, der erkundet werden soll. Und wenn wir hier hochgehen, werden wir auch irgendwann auf Schleimlunge treffen. Und hier unten auch. Wir müssen also irgendwann durch die Schleimlunge durch. Hier führt kein Weg dran vorbei. Und das wird viel Stress produzieren. Nicht nur bei mir, sondern auch bei denen. Leute, das hier muss auch weg. Oh, fast hätten die sich wieder eingebaut. Ich achte auf sowas nie, wenn sie sich einbauen, ne? Wir sind schon so viele Leute verreckt durch diese Scheiße. Der ist immer noch am Aufwischen da. Aber der Stress ist okay. Der Stress ist okay. Noch sind sie nicht übermäßig gestresst. Das stimmt auch wieder, Bruder. So, puf. Okay. Einigermaßen wieder in den Griff bekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass Probleme hier tatsächlich das, ja, das Lustigste, das Spannendste ist, diese Probleme zu lösen. Dieses Spiel ist einfach nur ein Problemsimulator. Ne? Also, es wird immer Probleme geben, immer. Ein Problem kommt, dann haben wir es durch und dann haben wir das nächste Problem. Ich bin froh, dass ich so gut vorbereitet bin durch meine letzten Durchgänge. Ich glaube, mein maximalstes war 200 Zyklen. Da hatte ich eine riesen Basis und die ist dann aufgrund ihrer enormen Größe eingegangen, weil mir die Ressourcen flöten gegangen sind. Ne? Ups. Sorry. Jetzt muss ich mein Mikrofon wieder reparieren. Ich brauche einen neuen Ständer. Mein Ständer ist kaputt. Oh. So, wird mal Zeit, dass du wieder Viagra bekommst, mein Kleiner, ne? So. Okay, huh. Aber es läuft. Das Wasser ist jetzt abgemacht. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser. Hier ist das schon nicht mehr so schlimm. Bist du Schleim? Nein. Ach, Gold. Gold nehme ich auch. So, gehen wir mal hier runter. Graben das hier auf. Und hier werden wir dann später unser Zeug einfach rauf tun. So, was hatten wir hier? Wendeböden erhöht. Laufgeschwindigkeit. Okay. Flüssigkeiten. Okay. Einer da drin. Und dann machen wir hier zu. Damit die Plörre da unten die Plörre bleibt. Und dann machen wir hier auch zu. Luftbandschleuse. Ja, da ist noch eine Pflanze. Ach, die Dämmerkappe. Kann ruhig da bleiben, wo sie ist. Oh, ich bin derzeit zufrieden mit der Arbeit. Es ist noch keiner verreckt. Ja. Das schmutzige Wasser wird bald abgeleitet. Halt! Stopp. Stopp.
Ihr verbraucht... Das sind drei Stück. Wo kommen die ständig her, sag mal? Stirb. Sehr schön. Jetzt sind sie weg. Oh. Aber wir haben ja hier die Lagerung für die Eier, damit sie nicht ausbrüten. Das mache ich halt ganz gerne, dass die Eier nirgendwo ausbrüten. Wir können jederzeit hier welche bekommen. Von daher, die kommen auch recht häufig. Oh, 2000 Kalorien. Guckt euch das an. Wir sind gut dabei. Na, jetzt. Weg mit dir. Habt ihr gesehen, der hat irgendwas gefressen? Irgendeine Ressource, die wir irgendwann brauchen, hat der einfach gefressen. Oh. So, Pufflet. Pufflets sind ganz gut. Allerdings haben wir noch keinen Raum, wo wir sie einfach reinstecken können. Das Schöne ist, Pufflets fressen, und jetzt kommt das Gute, verschmutzten Sauerstoff. Und zwar diesen verschmutzten Sauerstoff, der da ist. Oh. Ich glaube, wir nehmen die Pufflets, oder? Ich glaube, wir nehmen die Pufflets. Alles klar. Ein bisschen verschmutzter Sauerstoff wird hier eindringen. Aber wir packen die Pufflets hier rein. Und dann sollen die sich satt fressen. Jetzt juckt meine Nase schon wieder, ey. Immer schön alles zu machen, Leute. Immer schön alles zu machen. Ach, der Kackviech ist immer noch da, ne? Ja, geht ruhig schlafen. Kein Problem. Mir geht's gut. Hau die einfach ab. Okay, huh. So. Das ist ganz gut. Weil wenn wir hier jetzt diese Abteilung haben, ne? Wo das Schmutzwasser abgelassen wird. Schmutzwasser produziert schmutzigen Sauerstoff. Oder verunreinigt Sauerstoff, besser gesagt. Und dann können die Pufflets das aufsaugen. Pufflets scheiden Schleim aus. Schleim können wir später zu Alge produzieren und Alge wiederum zu Sauerstoff. Schon nicht schlecht, ne? So, und dann werden wir hier diesen Bereich als Zwischenbereich machen. Hier müssen wir nochmal absperren. Damit sich das verschmutzte Sauerstoff nicht allzu schnell in unsere Atmosphäre ausbreitet. So, Priorität. So. Genau. Dann machen wir hier noch eine Tür hin. Das ist jetzt nur provisorisch, weil wir momentan nicht die Mittel haben, irgendwas anderes zu machen. Dann packen wir hier nämlich einen Lufterfrischer hin. Und machen hier noch zu. Das heißt, das verschmutzte Sauerstoff muss durch den Luftfilter gehen. Es muss. Oder, ja, es muss nicht unbedingt, es kann ja auch einfach daneben gehen, wenn die Türen zu lange offen bleiben. Aber wenn das erstmal zu ist, Chico. Weil es kann gut sein, dass ich hier irgendwann mal einen Fehler mache und dann haben wir die Scheiße in der Hand. Dann kommt da halt die Schleimlunge, breitet sich hierhin aus, da, zack, zack, überall hin und wir sind im Arsch. Das heißt, hier wird eine kleine Schleuse sein, wo wir die Möglichkeit haben, die Schleimlunge ein bisschen einzudämmen. Wir haben nicht wirklich viel Platz hier, wie ihr seht. Ist das Schleim? Nein. Ich habe so Angst vor Schleim. Könnt ihr euch gar nicht ausdenken, ey. So. Genau, machen wir schön Platz hier. Das Schleim lassen wir mal Schleim sein. Habe ich kein Problem mit. Du breitest dich aber jetzt nicht aus, ne? Okay. Wir müssen es erst abbauen, dann breitet sich das aus. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Kein Problem. Alle hier so halb am Sterben. Alles unter Kontrolle. So. Dann brauchen wir Sanitär. Und zwar einen Flaschenentleerer. Da werden sie dann das schmutzige Wasser entleeren.
Okay. Jetzt ein Lager. Das packen wir mal hier hin. Und eine pneumatische Tür. Damit der verschmutzte Sauerstoff hier reingehen kann. Ja, ein bisschen verschmutzten Sauerstoff haben wir. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Dann packen wir hier die Eier nämlich rein. Und dann lassen wir sie wieder raus. Und dadurch schlüpfen sie dann hier. Ist ein kleiner Trick, den ich mal begriffen habe. Quasi eine serische Erfindung. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Eier. Tierei. Nehmen das Pufflet-Ei. Nehmen es hier raus. Dann landet es hier draußen automatisch. Das muss nicht extra rausgenommen werden, das ist das Praktische. So. Perfekt. Und dann Tierei. Pufflet-Ei. So. Priorität hoch. Damit sie so schnell wie möglich da landen. Da seht ihr, wie es blubbert. Und immer wieder verschmutzten Sauerstoff ausstößt. Da, verschmutztes Wasser ist schmutziges, ungefiltertes Wasser. Es ist nicht zum Verzehr geeignet. Recycling-Typ Flüssigkeit. Gefrierpunkt minus 20 Grad, Siedepunkt 119 Grad. Spezifische Wärmekapazität, verstehe ich nicht. Wärmeleitfähigkeit, verstehe ich nicht. Eigenschaften, Mischung, wasserbasiert, Flüssigkeit. Kann man nicht viel von lernen. Verdampfungspunkt, ja, können wir schon. Naja, die wird auf jeden Fall gleich krank sein. Walker ist nämlich schon im Stress und steht in der Plörre. Wir müssen sie auf jeden Fall, wir können sie auch manuell irgendwo hinschicken. Ja, gehe zu. Das heißt, wenn sie hier gleich fertig ist, sollte sie auf jeden Fall, obwohl, keine Keime. Das ist einfach nur verschmutztes Wasser ohne Keime. Perfekt. Kann man nichts gegen sagen, ne? Geil. Das heißt, das Wasser ist nicht verschmutzt? Das ist praktisch. Oh, was ist hier? Organisch? Alge? Verschmutzte Erde? Ah, das ist die verschmutzte Erde, okay. Nährstoffreiche Erde. Hä? War das nicht? Nee, das war organisch, organisch. Verschmutzte Erde, verrottete Haufen. Alles perfekt. So, dann nehmen wir das hier nämlich raus. Das soll hier nicht vor sich hin rotten. Hey, kannst du mal wieder Fortnite spielen? Also Luca, ich hab's einmal gemacht. War nicht so meins. Keine Ahnung, ich kann sowas auch nicht kommentieren. Bruder! Das heißt, wir können gleich bauen. Wir können gleich runtergehen und gucken, was wir da noch so Schönes haben. Rohrentleerung. So was geht? Bruder hat Interesse an verbesserte Tragefähigkeit und erhält den Bonus auf Moral. Mehr Tragekapazität nehme ich. So, da gammelt noch die Erde vor sich hin. Das müsst ihr aufräumen, Leute. Die muss da weg. Soll woanders vor sich hin gammeln. Das neue COD habe ich tatsächlich auch. Ein Arbeitskollege hat das getauscht gegen irgendein anderes Spiel, was ich nicht mehr spiele. Und ich dachte, komm, ich brauche beide nicht. Gib's mir. So. Jetzt verrottet die Erde da vor sich hin. Das ist perfekt. Weil da kommen ja auch im Endeffekt die Pufflets hin. Sind die schon da? Die sind schon da. Dann brütet mal fröhlich vor euch hin. Gebrütet 2%. 7% pro Zyklus. Das kann eine Weile dauern. Aber wir haben sie. Guck mal, hier ist überall verschmutzte Erde. Scheiße. Das ist wegen dem verschmutzten Wasser hier. So. Verschmutztes Wasser. Priorität 9. Alles, was verschmutzt ist, bitte in diesem Bereich. Bitte, Dankeschön.
Wir haben noch mehr als genug Algen. Und wieso macht da niemand das Wasser weg, Leute? Ich sehe das die ganze Zeit schon. Ja gut, dann können wir das ja... Dann war das ja auch für den Arsch, ganz ehrlich. Machen wir das so. Wir können einfach immer einen rüberspringen. Das heißt, wir bauen da eine Leiter hin, bauen den ganzen Schissel ab hier. Ja, machen hier eine Mauer hin, weil ja, der Raum beginnt ja hier. Dann können wir das hier abbrechen. Und dann haben wir es endlich. This is safe. What the fuck? Nee, 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 was habe ich denn getan? Hä? Was habe ich getan? Das hier wollte ich doch machen. Ach, bin ich blöd, ne? Oh, bin ich blöd. Da soll doch Flüssigkeit durch und nicht Gas. Das Gas wird hier ausströmen und dann hier reingehen. Und wenn die hier nicht mehr genug Nahrung finden, dann lasse ich hier sie direkt rein. Oder bohre mich komplett hier in den Schleim rein, mache die Tür zu und hoffe, dass die Pufflets das regeln. Mal gucken. Es wird ein Abenteuer. Egal, was wir machen, es wird ein Abenteuer. So, ah, die Level-Ups sind fertig. Nice. So's. Feldstudien. Können wir nämlich gleich direkt das Ölding ins Kirchens durchsuchen. Ah, so viel Wasser hier. So viel Wasser. Das schöne Wasser. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ja, ich weiß, du meckerst. Oh! Wasserstoff? Wo kommt das Wasserstoff her? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Wasserstoff. Das wird hier oben landen oder da oben. Oder da oben. Aber wo kommt das her? Hier ist kein Wasser gelandet. Hallöchen. Erstmal die Kolonie-Zusammenfassung. Was haben wir denn bekommen? Bezahle die Rechnung. Benutze die Fähigkeitspunkte eines Duplikanten, um einen ganzen Zweig des Fähigkeitsbaums zu erwerben. Das war easy. So, Nährstoffriegel. Ich habe mehr als genug Essen. Wissenschaft, Medizin. Kochkunst erhöht. Ja, gut, das ist alles doch scheiße. Komm. Holen wir uns noch ein bisschen mehr Essen. Was soll's? Ach, guckt euch diese schöne Plörre an. Gut, wir müssen hier aufräumen. Ich mag das gar nicht, wenn etwas keine Ordnung hat. Dann müssen die das Aufgeräumte direkt da reintun. So, kriegst du jetzt endlich deinen letzten Punkt, Mädel? Walker, was ist los mit dir? Wieso hast du so wenig Erfahrungspunkte? Wir brauchen das. Oh. Die Moral reicht nicht bei dir. Mach mich nicht fertig. Warum machst du mich fertig? Wenn bei ihr die Moral nicht reicht, ne? Ich hab nicht aufgepasst. Aber bei der anderen ist okay. Wieso hast du nur drei? Naja, Möbel. Verdammt. Wir müssen wieder forschen. Ist es immer noch das eine Spiel? Ist es immer noch Oxygen Not Included, ja? Wir benötigen Dekorationen. Und zwar bildende Kunst. Rein theoretisch kann ich alles machen. New Media. Huh? Machen wir erstmal das. Einer reicht. Ich will nicht übertreiben. Das Ganze kostet natürlich Wasser ohne Ende. Deswegen forsche ich jetzt noch nicht so viel. Ne? Sonst geht uns das Wasser aus.
Wir müssen auf jeden Fall unsere Butzi ein bisschen verschönern. Sonst haben wir Probleme mit Moral. Und das will ich nicht. Alles klar. Öffne die Luken. Nein, öffne sie noch nicht. Machen wir hier zuerst dicht. Dann öffnen wir mal die Luken und dann geht's hier runter. Achso. Hast du schön gebadet, ja? Alles klar. Ein bisschen schmutziges Wasser haben wir da schon. So, das ist zu. Wassermarsch. Ja, natürlich, das geht schnell, wenn man schnell arbeitet. Und gezielt. Und als nächstes die Planung auf jeden Fall hier rein. Scheiß auf das Chlor. Ne? Und dann bauen wir einfach unser Wasserreservoir aus. Wassermarsch! Jawohl. Da füllt es sich. Irgendwann müssen wir dieses Wasser auch noch da reinbringen. Es sind immer noch so viele Keime, ne? Aber nicht mehr so viele. Es sind nicht mehr so viele Keime. Ach du Ahnst. Oh Gottes Willen, Leute. Machen wir hier sauber. Was haben wir da drin? Ist das die Pilzspore? Nein. Was ist hier vergammelt? Badibad-Samen. Hey, irgendwas ist da vergammelt. Ob du schön gebadet hast? Das ist schon eine normale Frage. Gezielt? Was gezielt? Ja, wir lassen gezielt das Chlor frei. Ist es doch ganz klar. So, zack. Jetzt ist das schmutzige Wasser da, wo es hingehört. Die Pufflets brüten vor sich hin. Alles ist gut. Hier haben wir schon fast Überdruck. Ich glaube, Überdruck ist 1,8. Bin mir nicht sicher. Werden wir sehen, sobald das uns anzeigt. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Produziert Sauerstoff in den letzten Zyklen 174 Kilogramm. Konsumiert in den letzten Zyklus. Ja, gut, das bisschen. Das bisschen, Leute. Da geb ich einen Scheiß drauf. Ich spekuliere darauf, dass wir eines Tages einen Oxysamen bekommen, den wir dann hier einpflanzen können. Da ist immer noch Wasser. Ich sehe es doch. Und da auch. Wenn sie da durchlaufen, werden sie mürrisch. Ah nein! Das Wasserstoff ist hier drin. Soll es doch da drin sein. Wer ist drauf? Guck mal, unser Wasservorrat ist gut. Du arbeitest gezielt. Ach so. Natürlich arbeite ich gezielt. Als ob ich mal nicht gezielt arbeite. So, wir buddeln uns zwei Stück hier rein. Bis hierhin. Eieiei. Warte. Abbruch. Wir graben hier. Das hier fällt nämlich runter. Sand. Hi, Tiven. Der Sand fällt runter. Und dann haben wir das Desaster hoch 10. So. Wir müssen hier zumachen. Wenn wir uns hier durchgebuddelt haben, hier zugemacht haben, den Boden, dann können wir hier zumachen, die Leiter ganz nach unten bauen und den Rest abbauen. Oh. Gezieltes Arbeiten. Ne, passt das schon. Ach, gucke mal einer an. 6 von 6. Es ist ein bisschen tragisch, aber ich will es jetzt wissen. Bohr dich darunter. Das brauchst du nicht. Dann graben wir uns bis hierhin. Und dann gräbst du den einen. Ist die Frage, ob sie es schafft. Hier ist ziemlich viel Kohlendioxid. Ja, es läuft so lala. Wir hatten ein, zwei Fails. Aber wir haben hier eine undichte Ölspalte gefunden. Was richtig gut ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, es ist gut.
Und ja, und hier ist auch noch was beim Neutrium. Und das finden wir jetzt heraus, was da ist. Aber es sieht... Kann das sein, dass das Obsidian durch das Öl entstanden ist? Weil wenn ja, könnte das auch eine Ölplattform sein. Das bringt uns dem Wasserproblem nicht näher. Sagen wir es so. Aber es löst andere Probleme. Also ich hatte schon, dass ich Wassergeysire ohne Ende hatte. Oh, guck mal hier, eine Forschungsstation. Nice. Aber dafür alles andere für den Arsch war. Weil das hier sieht exakt so aus wie hier. Kannst du mir nicht sagen, das sieht exakt so aus. Hm. Hm. Ja, wir kommen hier voran. Ich würde bevorzugen, dass wir hier erstmal... Ach, scheiß drauf. Nee, eigentlich ist das egal. Eigentlich ist das scheißegal. Ich wollte hier eine Tür hinsetzen, damit das Chlor nicht reinkommt, aber... Hm. Wie viele Bewohner hast du schon? 4. Wir haben aufgestockt, weil einer gut war. So... Dann graben wir uns hier durch, bauen das hier zu Ende. Versuchen das. Ich glaube, hier oben komme ich gar nicht an, oder? 1, 2, 3, 4. Doch, ich komme an. Ich würde ankommen, wenn ich das hier noch auseinanderbaue hier. Ich hoffe, es fällt nicht runter. Keine Sorge, ich baue hier niemanden ein. Ich sorge dafür, dass alles gut ist. Wenn ich nur noch einmal Neutrium finden würde, das wäre so klasse. Hätte ich noch ein neues Ziel, wo ich hinarbeiten könnte. Und wenn es hier durch den Schleim ist, ist mir egal. Ich zieh's durch. Scheiß auf Schleim. Okay, das Wasser ist durch. Wir können das jetzt hier rausholen und eine Luftmannschleuse hinbauen. Ja, natürlich haben wir Sauerstoffproduktionsprobleme gehabt, weil dieser ganze Sauerstoff hier flöten gegangen ist. Das ist klar. So. Ob sie sich eines Tages da noch unterarbeitet, werden wir es hier erfahren. Dazzy! Do your fucking job! Das ist ein Sauerstoffproblem. Ich weiß nicht, ob wir unten ankommen. Wir müssten erst die Sauerstoffproduktion ankurbeln. Na, mal gucken. Da ist das ganze Chlor. Der Bleistein ist kacke. Für den Bleistein brauchen wir auch noch was. Der spuckt nämlich Chlor aus ohne Ende. Wir bräuchten eine kleine Räumlichkeit quasi, wo wir den Bleistein lagern. Okay, pass auf. Wir machen hier eine kleine Räumlichkeit, wo der Bleistein sein Ding durchziehen kann. Der löst sich irgendwann auf. Aber er produziert währenddessen immer weiter Chlor. Und das will ich nicht. Dann bohr mal hier noch rein, damit du Decke machen kannst. Und alles ist gut. Ja, da wird sie nicht hinkommen. Wir müssten erst das Kohlendioxid loswerden. Und ihr seht, es wird immer mehr. Ah! Gib mir was Vernünftiges!
Wissenschaft, Kochkunst, Bedienung, Kochen, Forschen, Kochen. Das ist alles nicht gut. Wir werden später mehrere Gräber brauchen und so, aber mehr wahrscheinlich nicht. Verdammt. Naja, nächster Zyklus. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Guckt, wie das sich ausbreitet. Keime? Es macht nichts. Sollen da die Keime sein? Die kommen hier durch meinen Sauerstofffilter. Kommen sie nicht durch. Der ist zu enormus. Nichts kommt da durch. Eventuell müssen wir hier irgendwann zu einer pneumatischen Tür wechseln. Oh, guck mal, die können das sogar durch die Tür hindurch da rein tun. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das hier sieht auch ein bisschen chaotisch aus. Das kriegen wir noch in den Griff. Kann sich jemand mal hier drum kümmern? Bitte, please. Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich abgefrühstückt haben. Und bitte lass nicht so viel Chlor durch. Ja, ist sowieso zu spät, aber egal. Ja, das Chlor ist hier schon überall. Egal, Paul. Du willst sterben, oder? Ich schwör's euch, Leute, Bruder will einfach sterben. Warum baust du von außen da? Das ist doch nicht dein... Es hat sich echt sehr viel getan in kurzer Zeit. Ja, das geht schnell. Oh, Bruder, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Wehe, du gehst raus und baust draußen weiter. Okay, wir sind safe. Oh, mein Bruder will einfach sterben. Ich glaube nicht, dass er am Leben hängt, Leute. Das ist das zweite Mal, dass er fast am Krepieren war. Das zweite Mal. Der will sterben. Glaubt mir. Okay, folgendermaßen. Wir machen jetzt hier zu. Baut euch nicht ein. Oh, wir machen hier noch nicht zu. Das hier muss erst erledigt werden. Hat er gerade nur den Samen mitgenommen? Du sollst zumachen. Alles klar, alles klar. So, totale Kontrolle. Umbringen will ich dich. Ich habe dich gerettet zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Nein, geh da nicht rein. Geh da raus, geh da raus, geh da raus. Oh. Leute, der Typ will sterben. Oh, es ist geschafft. Der Suizidgefährdete hier, ey. So. Zeit, das Wasser rauszulassen. Natürlich wird das ganze Chlorgas mit rausgelassen, aber es ist wirklich wenig. Und es wird sich an einem Punkt konzentrieren und da werden wir es dann früher oder später rausholen. Wir sehen hier überall Chlorgas und alles. Das ist schön. Das ist schön. So, dann brauchen wir einen Lagerbehälter. Für das schöne Bleichstein. Ja, Bruder. Sieh zu, dass du nicht stirbst. Ich mag dich. Ich brauch dich. Wenn wir hier mit diesem Bauprojekt fertig sind, dann werden wir erstmal für eine Weile trocken sein. Wir sehen, die sind schon ganz schön gestresst. Vor allem Walker ist gestresst dadurch, dass sie immer wieder nass wird. Jetzt wird hier das Chlor zusammengefaltet. Ihr seht, wie er die Atmosphäre sich richtig zusammendrückt. Ich liebe dieses Spiel. Einfach so großartig. Ach, Leute. Ihr macht mir das Leben so verdammt schwer, ne? Das muss doch erstmal gemacht werden. Da kommen sie nicht an. Oh, ein Level up. So, können wir noch... Dekoriere. Ja, nice. So, apropos dekorieren. Metall, Erz und Fasern.
Okay. Das ist doof. Das ist doof. Aber wir könnten mittlerweile langsam eine Essecke einrichten. Ja, wir könnten hier eine Leiter hochführen und hier dann essen. Guckt euch den Hosenkobold an. Er hat sich's ausgesucht, die Scheiße da aus dem Scheißding zu holen. Wo gehst du hin? Achso, verschmutzte Erde. Alles klar. Da, seht ihr das? Er ist kurz durchgegangen und der Lufterfrischer hat sofort zugeschlagen. Sofort hat er sich die Keime geschnappt. Keine Chance den Keimen. Sieht das gut aus. Oh. Wir müssen dafür sorgen, dass alle, die hier durchgehen, sich die Hände waschen. Guckt euch das an. 290.000 Keime. Na guck mal, hier sind nicht mehr so viele Keime. Hier, keine Keime mehr. Ah, das ist das Chlor. Das Chlor. Ah, das Chlor ist wahrscheinlich einfach kurz durchgesackert und dadurch haben sich die Keime verabschiedet. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein Waschzuber hier hinstellen. Weil das, lieber Hosenkobold, geht gar nicht. Wasch dir mal die Hände. Wasch dir mal die Hände. Dankeschön. Sehr schön. Nicht mehr viele Keime übrig. Ha! Das Keimproblem hat sich aufgelöst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie damit fertig sind, müssen wir nur noch die Leitern entsorgen. Die will ich nicht haben. Und dann wird das hier unser Frischwasserreservoir. Keine Keime in dem Chlor. Nein, das Wasser war verkeimt. Siehst du das? Hier im Wasser sind Keime. Und der Chlor neutralisiert Keime. Und der ist wahrscheinlich durchs Wasser geflossen und dann wusch, wusch, Keime gestorben. So stelle ich mir das vor. Nur ein bisschen actionreicher. So richtig so wie Call of Duty. Wie das Chlor dann die Alliierten sind. Und die Keime, die, ich weiß nicht, was gibt's noch? Die andere Typen. Bin ich so der Kriegstyp. So, kommst du hier auch voran irgendwann? Wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, dass sie so tief kommt. Schade. Schade, schade. Ist natürlich hier erstmal wichtiger, klar. Na gut. Kümmern wir uns um die Leitern. Was war das jetzt? Nährstoffreiche Erde? Nee. Organisch? Brauchbares Erz? Bleistein da. Bleistein desinfiziert. Vielleicht war es auch der Bleistein. Da. Oh, im Wasser ist er ungefährlich. Alles klar. Alles klar. Im Wasser ist er ungefährlich. Aber es kann sein, dass er halt das Wasser neutralisiert. Also die Keime. Na, hier sind noch ein paar Keime. Die freuen sich ihres Lebens. Wo sollen sie mal? Oh. Das muss tiefer. Kann das jemand kaputt machen? Dankeschön. Sanitär. Eine neue Wasserpumpe muss her. So. Packen wir sie da hin. Wir werden wahrscheinlich... Oh, weißt du was? Komm. Abbrechen. Ich mach's am besten jetzt. Wenn ich es jetzt mache, ist es am besten. Hier eine Leiter runter, damit sie auf den Boden der Tatsachen kommen. So. Und das hier wird dann zerlegt. So. Sehr schön. Wie sieht's aus in unserer Basis? Würdet ihr ein bisschen das hier säubern und das hier säubern? Das wäre großartig. Oh Gottes Willen. Es breitet sich hier komplett aus. Aber es ist okay, es ist okay. Dafür ist die Gegend ja da. Und dafür sind auch die Pufflets da. Die werden das regeln. Die Pufflets werden regeln. Da kommt das Chlor.
Ich könnte rein theoretisch das Chlor hier einführen. Dann müssten die eigentlich ihren Job machen, ne? Und hier Krieg, Totschlag, Tod den Keimen. Aber wir haben Pufflets, alles gut. Sehr schön. Guck mal, hier ist das schöne Kohlendioxid und das Chlor. Chlor ist leichter als Kohlendioxid und schwerer als Sauerstoff. Es wird sich also hier in diesem mittleren Bereich, ja, wird es bleiben. Wenn das Kohlendioxid natürlich ansteigt, ne, wenn es dichter wird, wenn es mehr wird, dann wird sich natürlich der Sauerstoff auch hierhin zurückziehen und dann befindet sich hier das ganze Chlor. Was auch nicht so schlimm ist, weil das würde halt die, ne, die Toilette desinfizieren. Habe ich kein Problem mit. Aber sollte es hier ankommen, sind wir am Arsch. Und da ist schon das Wasserstoff. Seht ihr das? Da. Da ist das Wasserstoff. Da. Eines Tages müssen wir es loswerden. Apropos, wir werden hier veredeln? Nein. Wo war das denn? Lüftung? Nein. Sanitär? Nahrung? Strom? Lufterfrischer, wenn wir hier einmal einen hinbauen. Aber wir sehen, hier ist überall verschmutztes Sauerstoff. Ich will dieses verschmutzte Sauerstoff nicht hier haben. Schon, noch 50% und dann haben wir unsere kleinen süßen Call of Duty Spieler. Die kümmern sich dann um diesen verschmutzten Sauerstoff. Guckt euch das an, wie dicht die Atmosphäre schon hier ist. Sie kann nicht mal zirkulieren, so dicht ist sie. Okay, jetzt können wir ein bisschen zugucken und entspannen. Ach, können wir nicht. Wir brauchen Sanitär. Die neue Handpumpe. Die packen wir hier hin. Na los, kümmert euch um die letzten beiden Dinger. Und dann bitte, was? Abbruch C. Dann brechen wir das hier ab. Ach, da zerlegen. X. Dann zerlegen wir das hier, daraufhin das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, bis alle Leitern weg sind. Das ist mein großes Ziel. Wie lange geht der Stream jetzt noch? 10 Minuten. Pufflet. Weißt du was, wir lassen mal ein Pufflet hier bei uns rumfliegen. Oder? Ernährung verschmutzter Sauerstoff. Okay, das ist gut. Er ist kein Sauerstoff, sondern nur verschmutzten Sauerstoff. Das heißt, wenn mal irgendwie verschmutzter Sauerstoff in seine Nähe gelangt, ist es weg. Das ist gut. Das ist ein gutes Haustier. Das gefällt mir. Wir könnten es noch domestizieren, aber das machen wir später, wenn wir einen Tierzüchter haben, ne? Das heißt, die Eier werden nächste Woche erst schlüpfen. Naja, was war das? Lebensfähigkeit 82%, alles klar. In schlechten Umgebungsbedingungen verlieren Eier ihre Lebensfähigkeit. Wenn die Lebensfähigkeit 0 erreicht, bricht es und produziert ein rohes Ei und Eierschale. Das ist ja kein Problem. Das schaffen die schon. Ich vertraue auf euch. Kann mal jemand das hier bauen? Wir brauchen Wasser. Jetzt nicht so schnell, aber irgendwann. Tada! Handpumpe ist fertig. Alles klar. Jetzt zerlegen wir die beiden Stück für Stück. Kann sich jemand darum kümmern? Oder kommt da niemand an? Ich glaube, da kommt niemand an. Ich glaube, das ist zu weit weg. Priorität 6. Das werden sie schon irgendwo machen. Oh, guck mal, sie versucht's. Aber sie ist gestresst ohne Ende wahrscheinlich. Aber du bist weit gekommen. was macht ein Glühwürmchen überhaupt? Licht. Das machen Glühwürmchen. Sie machen Licht. Was ist das Problem an Glühwürmchen? Glühwürmchen verbessern die Umgebung. Das heißt, hier, Dekoration. Seht ihr das? Dekoration steigt in ihrer Nähe.
Allerdings wachen unsere Leute auf, wenn es zu hell wird. Und deswegen mag ich Glühwürmchen nicht. Die fliegen ganz gerne mal zu den Betten. Aber ansonsten, ja, Glühwürmchen können ganz nett sein. Sie spenden Licht und Licht bedeutet Produktivität. Licht bedeutet Moral. Und das ist ganz gut. Aber Licht können wir auch selber produzieren, auch wenn es Wärme produziert. Aber irgendwann können wir sie halt züchten. Dann können sie halt herumschwirren und Spaß haben. Aber das ist Zukunftsmusik für nächste Woche. Nö? Guckt euch mal das Chlor an. Mieses Chlor. Nein, X. Aber das Chlor will nach oben. Seht ihr das? Der Sauerstoffzufuhr ist nicht geeignet. Okay, darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen das Chlor unten behalten. Ah, das können wir nicht machen. Ah, das Kohlendioxid muss runter. Noch ist es kein Problem. Sobald es ein Problem wird, können wir uns darum kümmern. Wieso ist das hier so bläulich? Das ist ganz schwaches Kohlendioxid. Aber das Kohlendioxid hat jetzt hier genug Platz, um sich auszubreiten. Na, hast du Spaß? Winziges Baby. Okay. Guckt mal, wie gut ich alles unter Kontrolle habe. Ich bin begeistert. Das Kohlendioxid... Ja, das ist da und freut sich ein Keks. Was soll man machen? So, jetzt vernichten wir das. Und die beiden. Wir sehen jedes Mal versuchen, hier runter zu laufen. Aber guck mal, wie weit die schon gekommen sind. Aber das werden wir wahrscheinlich nächste Woche auch erst erfahren. Bleistein. Bleistein versuche ich so gut wie möglich zu erhalten. Das werden wir nämlich noch benötigen. Er schläft in der Luft. Guck mal, da ist das Wasserstoff. Seht ihr das Rote? Aber das ist so wenig, das macht nichts. Das Chlor könnte irgendwie irgendwann problematisch werden. Aber das Chlor können wir halt auch später gut gebrauchen. So, als nächstes das. Hier packen wir die Ziegel hin. Hier packen wir auch Ziegel hin. Dann kann das hier auch vernichtet werden. So, wie sieht's mit unseren wunderschönen Keimen aus? Guckt euch das an. Kaum noch Keime übrig. Lang. Was war das denn für eine Aktion, Walker? Springt dann einfach runter. So, das müssen wir alles im Auge behalten, das Wasser, das ist ganz wichtig. Wenn das hier zu voll ist, müssen wir anfangen, den Filter zu bauen. Und wenn wir den anfangen wollen, den Filter zu bauen, muss das verschmutzte Sauerstoff vorher weg. Damit sich die Schleimlunge nicht ausbreiten kann, dann würden wir hier eine Mauer lang ziehen, um einfach nur diesen Bereich erstmal separat von der Schleimlunge fernzuhalten. Dann können wir hier einen Filter einbauen, mit dem Filter können wir das Ganze im besten Fall hier runterbringen, falls da... ein Wasserstoff-Geysir ist. Der würde dann die Keime quasi abtöten. Und von hier aus würden wir das Wasser direkt hier reinleiten. Ah ne, er muss erstmal abgekühlt werden. Das Wasser müsste erstmal hier hin. Da, seht ihr das? Dieses Keuchwurz. Das ist ganz praktisch. Das kühlt halt die Umgebung ab. Keuchwurz ist am bekanntesten für seine Eigenschaft, die Temperatur in seiner Umgebung zu verändern, indem es Wärmeenergie direkt absorbiert, um seine Körperprozesse aufrechtzuerhalten. Dieses Umweltmanagement dient auch dazu, eine Art induzierten Winterschlaf einzuleiten, der den Stoffwechsel des Keuchwurz verlangsamt, um aber längere Zeiträume hinweg weniger Nährstoffe zu benötigen. Dieses Mitglied der Cnidia-Stammes ist in Wirklichkeit ein Tier und keine Pflanze. Keuchwurz enthält keine Chlorplasten, Vakuolen oder Zellwände und sind nicht in der Lage, Photosynthese zu betreiben. Stattdessen atmet der Keuchwurz in einer neu entwickelten Methode ähnlich wie Amphibien und nutzt seine membranartige Haut zur
Hautatmung. Das heißt, er zieht Wärme ein und spuckt Gelder aus. Details. Temperatur zwischen minus 60 und 95 Grad, das ist gut. Phosphorit, das ist das Problem, er verbraucht Phosphorit. Aber wir können ihn quasi nebens Wasser stellen als eine Art Kältebatterie. Und das ist der springende Punkt, weshalb ich den gerne benutze. Und dann kühlt er halt alles ab. Das ist der große Plan. Ja, läufst du gerne im Wasser? Ach du Scheiße. Walker. Das Problem bei Walker ist, dass seine Moralbedürfnis nicht ausgleicht. Das heißt, ihn können wir nicht weiter aufleveln. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht mehr möglich. Schade. Wir müssen erst die Moral erhöhen. So, ungekühlte Nahrung, ja, ist das halt so. Kann ich nicht ändern. Das kann ich wirklich nicht ändern. Ich würde gerne einen Kühlschrank bauen, aber wir haben jetzt wie viel verbrauchbares Erz? Wir haben 22.000 Kohle. Aber ich brauche... Das Ding muss mir einen Baum geben. Wenn mir das Ding ein einziges Mal einen Baum gibt, oder wenn wir ein Erdgas hier Geysir finden, dann können wir anfangen, Kohle zu verbrauchen. Aber wir brauchen vorher eine alternative Quelle für Energie. Ich meine, wir haben Öl, ja. Das ist aber mehr so Late Game. Oh! Kleiner Vulkan. Ein Miniaturvulkan, der periodisch ausbricht und geschmolzenes Magma ausstößt. Geysire und was willst du von mir? Magma? Steingas? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was zur Hölle soll ich mit Magma? Vor allem ist er tätig. Er vibriert. Guckt euch an. Er wird die Scheiße so aufheizen. Guckt euch an, wie heiß der ist. 99 Grad. Scheiße. Okay, machen wir. Ups. Zum Glück habe ich das Spiel nicht geschlossen. Und vergiss nicht, in Fallout Shelter meinen Charakter weiblich zu machen und schicke dir über Discord ein Bild, wie er aussehen soll. Alles klar, kannst du machen. Aber war Paul Richard nicht Hosenkobold? Das verwirrt mich jetzt zutiefst. Egal, das hier ist nicht gut. Guckt euch mal die Wärme an, die hier produziert wird. Oh, ich hätte das hier direkt austauschen sollen. Also uns wird das Wasser sowieso irgendwann ausgehen. Dann wechseln wir die Wände gegen die isolierten Ziegel, was ich schon hätte vorher machen sollen, ich weiß. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Mit kaum bis wenig Wasserverlust. Aber ihr seht, die Wärme steigt auf. Das wird unser Problem sein, von nächster Woche höchstwahrscheinlich. Hier können wir noch höher gehen. Das hier, oh Gott, das ist auch warm, 99. Puh. Okay, wir müssen diesen Bereich komplett isolieren. Bevor wir sie freilegen, Isolation, komplette Isolation. Wir müssen hier auch aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Kälte rauslassen. Ja, gut. Was machen wir mit Magma? Achso, du wolltest da... Achso, alles klar. Ich habe gerade andersrum gedacht. Da war ein anderer, der ja männlich sein wollte. Okay, Leute. Das ist ein Problem für nächste Woche. Wie ihr seht, Probleme entstehen, indem man anfängt, sie zu machen. Aber wir müssen es machen, damit wir überleben. Gut, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank für den Stream. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Vor allem dieses Spiel bringt mir wirklich eine Menge Spaß. Und es freut mich, dass es gut ankommt. Und ansonsten, die Wiederholung von allem kommt am Samstag. Ich werde das gleich alles zusammenschnippeln und mich dann Keks freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.